Also, wir waren stehen geblieben auf dem Weg zum Brückenposten Gloria, Ja. wo ein fürchterlicher Verkehrsstau der Infanterie, Artillerie, des Treins, der Bagage euch im Weg ist. Konstantin Happel, der Meldegänger, der Meldeläufer, der Melder und auch so ein bisschen der Späher, selbsternannter Scharfschütze, Student aus schlagender Verbindung, Kriegswilliger. Ich habe bewiesen, dass ich Scharfschütze bin. Du hast scharf geschossen, Ja. korrekt. Du hast dich tatsächlich im Prolog mit hervorragenden Schützenfähigkeiten Das davor war getan. dies. Ja, hast dich also auf den Weg gemacht, einen besseren Weg zu finden, das irgendwie zu umgehen. Und währenddessen macht der Rest von euch eine kleine Rast. So, ihr wollt euch ein wenig erholen während der Rast. Bringt euch Essen was oder lässt das was verschwinden, was ihr braucht oder so? Weil Ich habe alles außer Hunger. Ja, Alles. Also Hunger hat halt tatsächlich gerade keiner. Ja, Also, wir wissen Sophia, also. vergiss nicht deine Fähigkeit für Rasten. Ja, Ja, ich wollte mein Leid, ich ich wollte dachte, du geteiltes liest jetzt Leid was tun. vor, ja. Also die Rast Das ist was ermöglicht, anderes. also erstmal gibt euch die Rast ein wenig Erholung. Nur ganz wenig. Eine Rast regeneriert einen Punkt Moral. Das könnt ihr insofern nutzen, als dass ihr einfach einen Punkt Moral jetzt ausgebt, um einen der Statuseffekte zu unterdrücken. Zum Beispiel die Erschöpfung. Oh, ich habe Dann wirkt die sowieso sich einen. nicht mehr aus. Ich habe sowieso einen zu wenig, stelle ich gerade fest. Aha. Wirklich? Und dann würdet ihr den direkt zurückkommen, was bekommen, was natürlich sehr praktisch ist. Aber eigentlich Aber sieben. unterdrücken, bis wann gilt denn das dann? Ja, bis zum Ende der nächsten, also dieser Szene. Das wäre dann also nach der, also das, was nach der Na, Rast ist ja kommt, egal. Ich habe für Umme. den weiteren Also Weg. eins weg, eins hier und Mach ich ich auch. unterdrück komplett meine Erschöpfung. Ja. Ich würde auch meine Fähigkeit ausdauern. Das ist eine passive. Ich kann tatsächlich. Ah, ne, Moment. Bei jeder Rast kann ich einen Punkt Moral in Ausdauer umtauschen. Das würde ich jetzt einmal machen, weil ich habe tatsächlich mehr Moral als die Ausdauer. Ja, und die Ausdauer benutzt du dann, um einen Statuseffekt zu reduzieren, ne? Nö, tatsächlich nicht. Warum Ach so. muss ich jetzt Kannst gerade? du. Musst du nicht. Du sagtest, wir kriegen Moral zurück durch, Ja. weil dann kann ich mir die Moral wieder zurücknehmen. Und deine Ja, Pause 1, ist gut für 2, die 3, Moral. 4, 5, 6, 7 Was? Status Negativpunkte. Negativpunkte und möchte nichts davon Ja, ich habe loswerden. 5. Echt nicht. Was sind schon minus 14 auf einer Probe, wo er wahrscheinlich mit 12 anfängt? Ja. Nee, Svatopluk pfeift aus dem letzten Loch Ja, aktuell. das stimmt. Aber er reißt sich am Riemen. So ist es. Naja. Hey, guck dir mal Eugenia an. Die rennt mit Sprengstoff und Die MG-Munition beschwert sich auch rum. nicht. Die beschwert sich auch nicht. Obwohl Stimmt. Lukas hier und da mal ein bisschen zu lüstern in ihre Richtung schaut. War es Ist mir auch schon Marco? aufgefallen. Ihr Das ist eine auch explosive aufgefallen. Mischung, Lukas und die Eugenie. Aber hallo. Aber ich habe gehört, Sophia wollte uns ein kleines Gebet vorlesen. Ja, ich wollte entweder für alle, Ja. ne, weil ich ja ein Gebetsbuch habe, Ich freue mich sodass da mal meinem drauf. guten Wort, tut mir das nächstes nicht mal Ausdauer. Und gibt euch allen eine Moral. Noch eine. Noch Noch eine eine. Moral? Oh, dann wandle ich eine Moral in Ausdauer um und nutze einen Ausdauer, um was zu unterdrücken. Für Ausdauer kannst du einen wegkaufen, einen Ja, Punkt. im Ah. Zweifel? Ja, Erschöpfung. Erschöpfung, ja. Dann bist du nämlich diese Kategorie komplett Also mache ich los. auch und dadurch denselben Move mache ich auch. Also, ne, ich nehme eine Moral und Quatsch, Moment. andersrum. Ich nehme eine Ausdauer. Ja. Kauf mir einen Punkt Stress weg. Ja. Nehme eine Moral, um mir die Ausdauer wiederzuholen. Du bist aber gar nicht Svartopluk. Das ist eine Das seiner kann nur ich, das kann nur Spezialfähigkeiten. er. Das ist seine Ja, Fähigkeit, ja. Er ist ein Esel. hä, aber ich dachte, das bezog sich gerade auf das gute Wort. Nee, nee. Nein, Aber das dafür gute kriegst Wort du hat die ja eine viel Moral. Damit habe ich mir die Moral zurückgeholt, weil ich tatsächlich auf Ah, Maximum bin. Nein, nein, da war ich Svartopluk ist dann ein gerade. Mensch wie ein Esel. Ja, da war ich gerade auf dem Holzweg. Verzeihung. Komm vor. Aber ist deine Moral denn voll? Ja. Ich habe nur 4, weißt du. Ich hab's nicht Aber so mit Moral. ich würde jetzt schon gerne auch ein paar Worte hören, tatsächlich. Ja, Sophia. schlag doch mal dein Gebetbuch auf. Ja. Ja, Habe ich mich wenn du eigentlich das schon drauf unbedingt gefreut. möchtest. Was wollen wir denn? Ja, das entscheidest du. Was Wir sitzen da und Erbauliches, lauschen was deinen. Schönes. Ja, Lauschen so ein, deinen. das Außer der schöne Otto, Wort der Gottes sitzt woanders Kommt im her Bett. zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin sehr mühselig heute. Ich bin auch sehr mühselig. Oh, ich habe gehofft, wir hören was Spannendes. So die coolen Parts von wegen hier, bringt sie um, wo ihr sie findet und Das so. war doch super. Ja, Also mir hat das schon super. geholfen. Ich fühle Ja. mich so moralisiert. Mille Dankeschön. grazie. Moralisiert. Bitte, habe ich gerne Moralisiert. gemacht. Mille grazie.
Schön. Ah, Schwester Sophia. Sophia. Sophia ist die Region. Stadt. Stimmt. Auch damals vielleicht schon. Ja. Weiß nicht. Das geht, wir rasten. Ja. Das geht bei mir. Was? Ja, genau. Also, Happel, du begegnest tatsächlich einem kleinen Bären auf dem Baum. Du begegnest einem kleinen Train von anderen Soldaten, die auf einem Umgehungspfad euch entgegenkommen. Wo die herkommen, kann man hin. Die Frage ist halt nur, woher kommen sie? Das frage ich sie. Die haben mehrere Esel dabei und einige Ist Ursel dabei? Nein, Ursel ist nicht dabei. Du gehst also auf die zu, sprichst die an. Wo ist Ursel wirklich? Ich habe... Ja. Kameraden! Wir sind hier unten gerade. Der normale Weg zu Gloria ist sehr verstopft. Ja. Wo kommt ihr her? Führt der Weg, wo ihr herkommt, auch nach Gloria? Der Weg ist verstopft. Das haben wir gehört, Kamerad. Deswegen haben wir den Weg über das Flugfeld genommen. Das heißt, ihr kommt aus Gloria? Nein, wir kommen vom Flugfeld. Neben Gloria. Du bist nicht da. Nee, aber ich stelle trotzdem gerade fest, dass das wohl offensichtlich die Truppe von den Männern ist, die früher in der Schule für ganz besondere Kinder waren. Also, man kommt vom Flugfeld auch direkt nach Gloria. Ja, Kamerad. Ja. Gut. Ja. Habt ihr... Schmierfett. Alles Schmierfett. Und die Flieger werden verlegt, wir transportieren das Schmierfett ab. Alles Schmierfett. Kann man nicht essen. Nicht versuchen, bitte. Ich will es nicht essen. Habt ihr eine Pfanne? Gut. Ach, bist du... Ich hab doch gesagt, kann man nicht essen. Ja, aber kann ja sein, dass ihr eine Pfanne dabei habt. Eine Ölpfanne. Nee, eine zum Kochen. Wir kommen vom Flugfeld. Wir transportieren Schmierfett für die schwere Artillerie und für die Flugzeuge, oder heißen die Flugzeuge? Wollt ihr mir sagen... Franz, heißen die Flugplatzgeräte, heißen die Flugzeuge oder Flugzeuge? Wollt ihr mir sagen, ihr seid so schlecht vorbereitet, dass ihr exakt immer nur das dabei habt, was ihr gerade braucht und nicht etwas auch für die Zukunft? Wieso brauchen wir denn eine Pfanne? Wer weiß das schon? Wir verlegen zum neuen Hauptlager bei der rekonsolidierten Front. Da ist ja wohl hoffentlich ein Feldkoch. Und eine Verpflegungsstelle soll der Küchenpole sich ums Kochen kümmern. Ich sehe schon, eure Ansprüche bleiben eure Ansprüche. Ich danke euch, Kameraden. Ich klettere wieder runter. Ich glaube, der ist nicht ganz beisammen. Warum wird der Pfad? Ist das nicht ein Melder? Sieht aus wie ein Melder. Könnte auch ein Späher sein? Was soll denn der Spähen? Ihm irgendwas zu sehen? In Wien vielleicht. Ja, du kommst zu den anderen zurück. Ich bin fast gestolpert, weil ich das noch gehört habe. Du kommst zu den anderen zurück. Hartkekse werden in dünnen Tee gedippt. Habe ich Tee gehört? Der so ein bisschen... Kaffee wäre auch nicht schlecht. Ja, du hast Tee gehört. Habe ich Tee gehört? Ja, du hast Tee Könnte gehört. Es sein, dass das meine Moral steigert? Ja, es könnte sein, dass es deine Moral steigert. Du bist Teetrinker, ne? Ich raste noch, oder? Ja. Ich würde gerne einen Punkt Moral in Ausdauer umwandeln und mir einen Punkt wegkaufen. Da fuck, ein Mann wie ein Esel. Sonstiges kann ich wegkaufen, ich stinke halt immer noch, aber ich würde gerne schmerzlos werden, denn Tee ist schön. Oh, du könntest auch den Gestank wegkaufen, das hieße dann nicht, dass du nicht mehr stinkst, aber es hieße, dass es dich nicht mehr stört. Dann mache ich das. Sehr gut. Für alle, die sich jetzt wundern, was passiert ist, man kann auf seinen Charakterbögen angeben, unter anderem, ob man Tee, Kaffee oder Bier mag. Ich habe Tee angekreuzt. Immer wenn es Tee gibt, kriege ich Moral zurück. Ich bin Kaffeetrinkerin, nur mal so. Und ich esse gerne süß. Wie isst Zwartopluk denn gerne? Deftig. Deftig. Und Happel? Deftig. Auch deftig. Und unser Koch? Auch deftig. Deftig! Und du? Ich muss ja schon fast auf würzig wechseln, damit nicht alle deftig sind. Ja, ist doch schlimm, prima, wenn es was Deftiges gibt. Ich bin süß. Das Nadine ist süß. Nadine ist süß. Ja. Ich würde sagen, es ist bald mal was Deftiges. Das hilft doch total. Okay. Gut. Also Happel kehrt zurück. Du genießt gerade deinen Tee, der dich ungemein abbaut, dich erquickt und dein Selbstwertgefühl steigert, weil der dir das Gefühl gibt, dass du nicht mehr so übel bist. Kann ich noch was? Oh, ja, auch. Ja, genau. Wer zuerst? Mach gerne. Okay, während der da rumgammelt und seinen Tee trinkt und was weiß ich nicht alles, tue ich mein Bestes, bei dieser Karawane von Lastwagen, die ja festsitzen, meinen Treibstoff zu verkaufen. Also ich sollte nicht gemütet Bier sein. Bier und Schokolade nach Möglichkeit. Ah,
Weil ich wüsste nicht, warum ich Treibstoff rumtragen sollte für unsere Eselskarawane. Das ist eine interessante Frage. Aber niemand von diesen Leuten hat tatsächlich Interesse an Treibstoff. Die haben genügend Treibstoff. Diese LKWs können bestimmt Treibstoff gebrauchen. Ja, aber sie haben ihn ja schon. Sie sind damit versorgt worden. Sie transportieren unter anderem den Treibstoff aus Gloria ab. Aber grundsätzlich ein interessanter Versuch. Wenn du jemanden finden würdest, der gerne Treibstoff hätte, dann würde das sicherlich helfen. So musst du den wohl weiter rumschleppen. Du korrupter... Was? Es ist nutzloser Treibstoff. Ja. Fein, fein. Gut, Happel kehrt jedenfalls zurück. Wir sind in der Pause, Ich auch noch. Okay. Ich kriege ja mit, dass das Rasten... Wollt euch jetzt nicht übergehen. Ich kriege ja mit, dass das Rasten meinem guten Freund Svato sehr gut tut. Das tut ihm richtig gut. Und ich weiß auch, er hat so eine kleine Schwäche und deswegen nehme ich hier, was ich noch so bei habe, kram ich hier zusammen. Namentlich auch ein Lebensmittelverbrauchsgut. Und möchte einfach das, was ich hier so finde, so ein bisschen, was gibt's denn? So irgendwas aus einer Dose. Ah, ja? Ja, so eine Dose, einfach so, die mache ich auf. Wenn du sagst, was ich hier so finde, werde ich an einer Stelle, wo ihr am Straßenrand kapiert, ich habe ja eine bei. Ja, Pilze? Ich habe ja eine bei. Ja. Ich habe einfach ein bisschen... Du hast Konserven dabei, genau. Genau, ich habe eine Konserve, die mache ich auf. Und für Svato haue ich da noch ein paar von meinen Gewürzen drüber. Das heißt, die nutze ich auf jeden Fall. Würde ihm die gerne zubereiten. Und zwar würde ich ihm die gerne, weil ich kann die Geschmacksrichtung bestimmen, deftig zubereiten. Oh, mit den Gewürzen, ja. Ja. Allerdings... Das beste Alt-Lutzer Rübenpüree. Allerdings, ne, weil wir uns so ein bisschen, ne, können wir auch so ein bisschen schnacken, möchte ich ebenfalls, jetzt mache ich Yu-Gi-Oh! Ich aktiviere Fallenkarte. Nee, und zwar würde ich ganz gerne meine Passiven, einer für alle und alle für einen, würde ich beide gerne aktivieren. Ich würde gerne Vorteile erzeugen. Kann ich mit den Vorteilen, kann ich Nachteile weg, also negieren? Statuseffekte nicht. Das sind Statuseffekte, keine Nachteile. Okay, gut. Ist egal. Dann lasse ich mir... Warte ganz kurz. Dann mache ich das nicht, aber dann opfere ich einen Punkt Ausdauer um alle für einen. Shit. Nee, ich mache es nur für dich. Nice. Weil alles andere bringt mir nichts, weil meine Passive heißt, wenn es dir schmeckt, ist es mir für mich gut. Oh, aber es schmeckt dir eh nicht. Ich bin ja genügsam. Das ist jetzt natürlich der Abfuck, aber ist egal. Ich opfere jetzt einfach... Wenn du zwei Portionen machen würdest und es mir schmeckt... Oder, also ich esse ja auch deftig. Ja, ist egal, dann habe ich aber nichts davon, weil meine Moral... Nein, die Sache ist, meine Moral ist voll, Bruder, und ein Punkt Ausdauer wäre dann nur weg. Ich verstehe. Ich mache es jetzt nur für Smart, oder damit der noch einen Punkt abbauen kann. Er hätte sonst Moral zurückbekommen, was ich sehe. Ja. Alles klar. Also ich verbrauche nur das, ich gebe dir dies, ich muss würfeln, ob meine Gewürze dann alle sind. Ja. Das ist natürlich sad, aber das werde ich jetzt an der Stelle mal tun. Das heißt, auf dem Würfelbrett. Ja, ja. Bei 1 bis 3 sind sie verbraucht. Genau. Alles darüber und ich habe sie noch. Ja, Und es ist eine Eins. Oh nein. Wenn er jetzt für den Eselmann die Gewürze verbraucht. Ich hab's ein bisschen, es ist deftig, sehr. Ich hab's ein bisschen überwürzt, aber ich weiß, es ist für Svato, also... Who cares? Mein Gott, jetzt bin ich richtig froh, dass ich die Räucherpaprika als Gag gebracht habe. Ich wollte erst als Gag natürlich die Räucherpaprika benutzen, habe ich zum Glück nicht gemacht. Aber es wäre einfacher zu erklären gewesen, dass es deftig ist. Ja. Aber... Das mundet mir. Ja, das war komm. Du bekommst zwei also Portionen Essen. Ich muss das schon würzen. Also, ne, das war schon realistisch. Ja. Nee, du bekommst eine Portion Essen. Ah. Mit dem, was ich dir gerade gegeben habe, ist es nur eine. Ja, ich denke allerdings, so wie du würfeln würdest, wenn wir das jetzt würfeln würden, kriegst du garantiert zwei Portionen daraus. Das wäre ja nur ein... Nee, will ich ja gar nicht aktivieren. Okay, gut. Weil kein anderer hat Hunger. Ah, macht Sinn. Gut, das heißt, für mich... Ich kann jetzt... Du nimmst noch einen Statuseffekt weg. Ah, sehr gut. Das ist das Ende vom Lied, deswegen habe ich das gerade alles gemacht. Nimm Stress weg. Nice. Siehst du, haben wir ein bisschen geschnackt nebenbei noch. Ja, ja. Naja, du würdest jetzt wieder das Spiel machen. Genau. Du würdest wieder deine... Hast du auskaufen. Und hab ich dann war es auch bei mir, dreimal darfst du nicht. Vielen Dank, Gennaro Beste, Alter. Ich sehe das und schüttel trotzdem mit dem Kopf. Später wird es vermutlich wichtiger. Eine kleine Träne läuft mir über die Wange. Und ich halte dieses Essen vor mir und schaue Gennaro an. Und ich frage dich wie immer, Lars Vato, schmeckt's? Und ich sage, oh, ist ganz okay. Und ich sage, weiß ich zu schätzen, mein Freund. Also dieses Gespräch findet einfach jedes Mal statt. Sehr gut. Jedes Mal. Ja, dann würde ich sagen, kommt Happel zurück mit der guten Nachricht. Und, mein Lukas, als du ankommst, kommen wir da irgendwie durch? Ja, ich habe da ein paar, ich nenne sie mal Kameraden getroffen.
Die haben wir neue Feinde? Nein, nein, alles gut. Sie sind auf jeden Fall erstaunlicherweise auf dem aktuell clevereren Weg, obwohl ich sie nicht für so clever halte. Wir können den Weg nehmen, kommen dann übers Flugfeld direkt neben Gloria, dann anschließend zu Gloria. Flugfeld? Das ist ein Flugfeld direkt neben Gloria. Ah. Herr Breuer? Ja. Meint ihr, das sind Flugzeuge? Nein, die wurden alle weggeschafft. Flugfeld, Lukas. Anzunehmen, nein. Wenn da eins gelandet sein sollte. Flugzeuge sind... Ja, die Zukunft oder sowas. Wen Scherz? Flugzeuge sind Leibern, aber du, sowas von! Du wirst niemals fliegen. Du musst erst mal fliegen lernen. Ich will ja auch nicht fliegen, aber... Aber es wäre doch toll, wenn man fliegen könnte. Ah, ja. Klar. Dann und es kann ja jemand anderes das Flugzeug fliegen. Dann können wir... Nein, wie denn? Wer denn? Ein Flieger. Ja, und du bist dann was, ein Franz? Naja, ein Passagier. Du als ein Passagier? Die Dinger haben zwei Sitze. Ja, die, unsere Frontflugzeuge vielleicht, aber es gibt Flugzeuge mit Sitzplätzen und ist so. Ist das noch weit? Und Luftschiffe. Nur Luftschiffe gibt es, die kosten eine Menge. Und ohne. Ja, Quatsch einfach nicht. Wir parken jetzt und auf geht's. Ich hab mich genug ausgeruht. Schmerlinger steht auf. Ja, nun komm, greif mein Gepäck und dann los. Der Schmerlinger geht los. Genug ausgeruht. Hoppelzeug mir den Weg. Ja. Ich denke, hat er Hoppel genannt? Das mache ich Hoppel jetzt genannt. Hoppel, das lass gehen, ne? Du machst das nicht, oder? Weil du so flink bist. Hab ich gerade Hoppel genannt? Nee, oder? Weil ich gerade mal wen, der hieß Hoppel, ja, Francisco Freund, Hoppel, oder? Einer meiner besten Freunde, ja, der ist in einem Salzstock, da haben wir die Italiener untertunnelt und geht plötzlich übrigens hier haben lang. Die gesamte Bergspitze weggesprengt, vor. Er geht voraus und da ist eine Lawine. Warte, ich helfe Ihnen wieder zu bewahren. Ich höre Schmerlinger reden und spiele kurz mit dem Gedanken, meinem Leben ein Ende mit meinem Fleischerbeil auf außerordentlich grausame Art und Weise zu setzen. Vom Hoppel haben, diesen Gedanken haben wir nur noch ich folge mal den Fuß Hoppel ganz schnell. Und dann soll hat Lukas ihm das zu sehen? Ich jetzt auch gerade ich rufe kurz, Hoppel, warte, Hoppel, jetzt! Der Fuß vom Hoppel. Hoppel ich war mir da nicht so sicher. Vielleicht lebt der ja noch da in der Höhle. Gut, oder jemand hat ihn tatsächlich, ich beeile mich sehr. Ich laufe dir wirklich schnell hinterher. Ja. Ich glaube, so keine Chance gegen den Meldeläufer. Mein Knöchel muss nicht vom hinterher. Hoppelchen, warte doch. Ja, ihr brecht euer Lager ab, ihr macht euch auf ich den Weg. Ich bin übrigens schon in der Kirche. Und ja, jetzt dauert nicht lange, dann seid ihr auf diesem abgelegenen Feldweg. Die andere Gruppe mit ihren Eseln, die kommen euch entgegen, ihr weicht einander aus, grüßt einander und marschiert dann weiter in Richtung des Flugfeldes vom Posten Gloria. Das Flugfeld, das liegt so ein bisschen abseits, da haben sie eine riesen Schneise in den Wald geschlagen, die ganzen Baumstümpfe alle rausgerissen und eine Piste eingeebnet. Dort gibt es zwei große Unterstandszelte, also so seitenwandlose, riesige Zeltplanen, wo man die Flugzeuge runterstellen kann. Gar nicht so sehr, damit die feindliche Luftaufklärung die nicht sieht, weil den Flugplatz übersieht die nicht, sondern mehr, um sie vor Wind und Wetter zu schützen. Die Flugzeuge sind ja aus Leinwand mit Ölfarbe und sowas bepinselt. Das sind ja sehr fragile Konstrukte und die sollen ja nicht kaputt gehen, während sie am Boden sind. Dafür ist die Luft da. Da kann man dann ritterlich mit Maschinengewehren aufeinander schießen und sich gegenseitig in die Landschaft schicken. Ja, ein einzelnes Flugzeug steht derzeit auf dem Flugplatz. Nicht abgedeckt oder sowas, sondern draußen im Freien. Am Ende oder Anfang der Startlandebahn. Grundsätzlich also vermutlich startbereit. Es ist ein Jagdflieger, ein Einsitzer. Und davor ist ein kleines Lager, wo ein Fliegeroffizier, gut zu erkennen, an seiner Ledermütze mit den langen Bändern und dem umwickelten Schal und der schicken Lederjacke und seinen bandagierten Waden, sich gerade mit einem Techniker unterhält. Ich klopf Lukas auf die Schulter und sag, probier doch mal dein Glück, frag doch mal, ob du fliegen kannst. Ein aufregender Tod wär's. Mann, die Kinder aus der Siebergasse wären so neidisch. Aber wert ist das nicht. Ich krieg noch so eine Medaille, dann komme ich zurück und dann können die mich alle mal. Dann sollen die nochmal auf mich spucken. Hey Lukas. Bin ich ein Held und keiner von denen ist irgendwas. Ja, Herr Genau? Hey, was du gerade ganz zum Anfang gesagt hast. Ja? Ich mag deine neue Ambition. Danke, Herr Genau.
werde Ihnen allen eins mitgeben. Gott, wir haben so einen zukünftigen Amok-Schütz. Ja, so ein bisschen. Was? Glaubst du etwa, der Erste Weltkrieg könnte einen jungen Menschen tiefgreifend verstören und ihn möglicherweise mit den erworbenen Fähigkeiten, die er im Zivilleben nicht anwenden kann? Das glaube ich nicht. Das weiß ich, seit er auf Passanten geschossen hat. Oh, dann haben wir auch keine Sorge. Wenn er noch einmal die Medaille erwinnt, wird er gar nichts mehr erleben. Ich wollte gerade sagen, Happel, du echt, musst du noch mal dich ordentlich anstrengen, damit es was mit der zweiten Medaille führen würde. Ja, ihr nähert euch. Vielleicht kann Sophia ihm noch mal eine besorgen. Ja. Ich bin mir sicher, es wird für ihn noch mal eine Medaille geben irgendwann. Ihr nähert euch dem Flieger und seinem Techniker da, weil ihr müsst das gesamte Landefeld entlang vorbei und dann hinten dann den Weg wieder nach Gloria. Wo das ist, könnt ihr sehen. Ihr könnt Glorias Fahne wehen sehen und ihr könnt den Funkmast von Gloria sehen. Neue Technik. Die begeistert. Vorsprung durch Technik. Funktioniert die meiste Zeit nicht. Jedenfalls, ihr hört, wie der Techniker und der Pilot spricht. Der Techniker sagt, dass Ihnen der Motor zweimalig ausgefallen ist, das ist wahrhaftig nicht mein Fehler. Was haben Sie denn, bläden Russen, da auch zu dieser Kirche verfolgt? Der Dombrowski Andreas, und der ist ein Assflieger, wissen Sie, der hat schon vor Wochen geklagt, dass man da kaum anständig fliegen kann. Das geht dann nicht mit rechten Dingen zu Herrgott Sefix. Aber glaube ich das. Ein Motor ist ein Motor, entgegnet der Pilot. Davon mal ganz fort hatte der Russe kaum geringere Scherereien da wie ich. Und, schaut auf, na, Oida, das ist ja wohl. Kann das denn wahr sein? Oida, das ist ja dieser boxende Wunderwutzi, den ich mit meinem Franz da in Wojkowitz vor ein paar Wochen den Arsch gerettet hab. Grüß Gott, Herr Inatz! Der Pilot springt also auf. Ich guck mich um, buongiorno. Ist das noch so ein Lukas? Das bist doch du, ja, dieser Boxer. Man hat von mir gehört. Ja? Si? Wie ja? Kann ich helfen? Dazu muss man sagen, ich arbeite an meiner eigenen Legende. Es gibt nichts Geileres für mich, als wenn Leute gut über mich reden. Oder ich mir einbilde, dass sie gut über mich reden. Steht zumindest in meiner Charakterbeschreibung. Nice. Ja, Wettermeier bin ich. Ja, schüttelt ihr die Hand? Das ist der mit der Leuchtrakete. Ah. Ihr seid die Leuchtrakete bei Wojkowitz hochgeschossen haben. Okay. Und ich und mein Franz, wir sind kommen und haben euch aus der Scheiße gehauen. Ja, euch den Arsch gerettet. Und ich hab dich gesehen, zweimal, als sie um die Kirche rum sind. Du hast mit diesem riesen Russen geboxt. Ja, das war eine Freude zu sehen. Ich hab fast das Schießen vergessen. Ich hab dir zugerufen, hast mich nicht gehört. Ich weiß, Motor und mein Franz mit dem MG-14 hinten. Aber eine wahre Freude war das. Und hast gewonnen? Darf ich dir ein Geheimnis erzählen? Nee, ich will das rum erzählen, wenn du gewonnen hast. Okay, kein Problem. Erzähl's gerne rum. A, ich habe gewonnen. Das können alle hier bezeugen. B, der Mann. Der war halb Mann, halb Bär. Wirklich. Das kann ich bezeugen. Spaß. Ja. Der Russe. Ja. Kein Spaß. Ich meine, auch so aus. Ich meine, er hatte Klauen. Er hatte Klauen, meine ich. Und groß war der. So eine Hände. Aus Sibirien. Und immer wieder aufgestanden. Warst du da? Ich war da. Ja? Ja. Warst du auch da? Ja. Ja. Natürlich. Ich habe den Champagner gerettet. Ich habe darauf verzichtet, darauf zu schießen. Ha? Damit er sich mit ihm boxen kann. Ich hätte niederzeitig schießen können. Nee, hättest du nicht. Der Herrgott hätte dich niedergestreckt, das wäre eine Ehrlosigkeit sondergleichen gewesen. Deswegen in der Luft, wie bei den Fäusten, da ist Ehre alles. Deswegen hat er es ja nicht gemacht. Ja, genau. Und deswegen brauche ich auch Benzin. Dreht sich zu seinem Techniker um. Ja. Horch. Ja, hab ich aber nicht. Aber was soll ich da machen? Oh, jetzt habe ich schon gesagt. Wettermeier dreht sich um. Benzin haben wir. Ganz recht. Ja? Wir haben Treibstoff bei. Das ist ja verrückt. Für Gloria? Für wen eigentlich? Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist für ein Hauch von Schicksal. Ich meine, Gennaro hat ihn mir gegeben. Wo hat den du Brenner? Ihn her? Ach, schaut's her. Mir wurde der mitgegeben. Dein Name, wie ist dein Name? Gennaro. Gennaro, Wettermeier. Coralami.
falls es für die Geschichtsbücher relevant sein sollte. Geschrieben wird das übrigens. Können Sie das nochmal wiederholen? Gorlami. Gorlami. Ja, siehst, ich habe da dieses Duell mit einem russischen Flieger, ja? Und das lief ganz gut. Ja? Ich habe ihn ein paar Mal fast erwischt, er hat mich ein paar Mal fast erwischt. Wir haben ein wenig getanzt, da große Freude. Ja, so. Ja, das verstehe ich gut. Sehr schöner Tanz. Luftkampf ist wie Boxen, musst du mir glauben. Ja? Du kannst vermutlich nicht fliegen. Kannst du fliegen? Nein. Nee. Ich kann boxen ein wenig, nicht so gut wie du, glaube ich nicht. Aber ich habe viel geboxt, als ich jünger war. Luftkampf ist wie Boxen und wir haben getanzt. Und dann ist mir der Treibstoff ausgegangen. Und ich konnte hier gerade noch notlanden. Und jetzt sagen mir diese Bastarde, das Feld flog. Tut mir leid, dass ich so schimpfe, aber diese verdammten Goldkeksis hier, die nichts von Ritterlichkeit verstehen, die sagen mir, hier wird alles aufgelöst. Der Posten wird aufgelöst. Das Flugfeld wird verlegt. Ich krieg genug Benzin, um weiter zu fliegen zum anderen Flugfeld, aber nicht genug für einen Luftkampf. Was soll denn das? Svato? Ich muss meinen Kampf zu Ende bringen. Der Mann hat nicht zu Ende gekämpft. Das ist furchtbar. Hol Treibstoff von Eugenie. Habt ihr auch MG-Munition? Die hat nur Sprengstoff. Nee, sag geht das. Auch Sprengstoff. Wer hat Treibstoff? Boah, hatte doch Treibstoff. Boah! Ja. Du willst doch eh weniger schleppen. Ja, ich bin ja nicht losgeworden. Das kann ja auch nicht Treibstoff sein. Für den Mann raus. Der hat nicht zu Ende gekämpft. Das ja, geht nicht. Mein Luftkampf ist unvollendet. Was der Russe musste wegfliegen und ich musste auf. Wir hatten beide keinen Treibstoff mehr. Mir dreht sich ein bisschen der Wagen um. Svato, halt mich. Wir haben uns verabredet, weiter zu kämpfen. Ihr habt nicht zufällig auch noch Maschinengewehrmunition. Ich das ja wissen. Oh, ich habe nur noch eine Kiste. Ja, zufälligerweise. Ich würde gerne den nächsten Kampf abbrechen müssen, wenn mir die Munition okay, noch geht. Hat's gedroppt. Natürlich haben wir noch Munition für dich, mein wir Freund. Wir haben aber nur eine Kiste, Svato. Wenn euch da was vom Esel fallen würde, ich könnte mich erkenntlich zeigen, ich bin Flieger. Ich habe Schokolade, ich habe Kaffee, Bier. Ich habe Tee, ich Bier. Habe Bier. Bier. Okay. Jetzt ist er mit dabei. Bier. Hast du auch einen Säbel? Freunde, was soll ich denn mit einem Säbel? Ich weiß, was klar ich... Na, ranfliegen und ihm die Tragflächen so hocken. Ich weiß, was ich tue. Lasst mich das übernehmen. Würde in das der funktionieren? Ja, grundsätzlich würde das funktionieren. Wow. Es gibt Luftakrobatinnen, meistens Frauen, sehr mutig. Die laufen auf den Tragflächen eines Flugzeugs bis zum Ende und schwingen die Hübschen da ein. Ich denke, wenn man nah genug an einen Feind herankommen würde und man hätte so einen Teufelsweib auf der Tragfläche und sie könnte mit einem Säbel umgehen. Wow. Ich denke, das wäre zu viel des Guten. Dann hätte ich eine Frau an Bord. Ein Ritter kämpft nicht mit einer Frau an Bord gegen einen Russen. Aber grundsätzlich würde das gehen, ja. Aber ich habe schon mal einen mit meiner Pistole beschossen. Das ist alles sehr spannend. Was sagtest du? Was sagtest du, hast du alles? Schokolade, ha? Kaffee. Kannst du noch mal sagen, was du hattest? Was ich habe? Ja. Mhm. Ich habe Kaffee und ich habe Schokolade. Da war noch mehr. Bier. Da war noch mehr. Bier und Tee kann ich besorgen. In der Reihenfolge. Was heißt das? In der Reihenfolge und dann kriegst du MG-Munition von uns. Dann fällt uns zufälligerweise eine Kiste vom Esel. Das kann man nicht viel machen. Aha, ja. Ja? Er hat was. Das ist ein Treibstoff, das könnte man wohl auch regeln. Hey, frag nach. Hast du Pistolenmunition? Was? Pistolenmunition. Geben die euch keine? Offensichtlich nicht! Wir kriegen noch welche in Gloria. Wir kriegen Gewehrposition. Vergiss das mit der Pistolenmunition. Vergiss das nicht! Jetzt tu einmal was für mich! Besorg mir Bier und Pistolenmunition! Ich bin doch schon am Bier dran! Ach, pass auf, Moment, ist das sein letzter Abend? Das klingt wie der letzte Abend. Wie viel MG-Munition kann ich von euch kriegen? Eine Kiste oder zwei? Eine. Uns würde eine vom Esel fallen. Zwei kann ich dir leider nicht überlassen. Ja, verstehe ich. Ist eine ganze Menge bereit. Yeah. Okay. Für Treibstoff brauchst du nur. Und zwei große Gläser. Wir rechnen bereits ein Bier, ja? Ja. Sind das da zwei Kanister Treibstoff, die ich an deinem Rückengestell sehe? Ich dachte eins zu eins. Na, pass auf. Die Kiste Munition und die beiden Kanister Treibstoff. Und dafür kriegt ihr ein Freudengelage der Vorzugswaren von mir. Ja? Da sehe ich uns. Und Pistolenmunition. Die kriegen wir in Gloria. Wir kriegen Gewehrmunition. Und wenn du noch ein paar Schuss Pistolenmunition hast, die dir vom Gürtel fallen, dann wären wir auch nicht böse. Ja, wenn ihr welche braucht. Ja. Ich bin Offizier, ich krieg so viel Munition für meine Pistole, wie ich habe. Ja, wir verstehen uns. Ja. Solange ich genug Munition für meine Pistole habe, dass ich bei einem richtig schlimm bevorstehenden Absturz, ne? Ja, vielleicht bevor ich den Grund küsse. Nein, lieber schieße ich auf den Russen, ich habe einen Fallschirm.
Okay, dann. Man kann in einem Jagdflieger genau eine einzige Sache zwischen den Beinen unter dem Sitz verstauen. Eine Sache. Manche Kameraden transportieren da mehr Treibstoff, manche transportieren da eine Luftbildkamera. Ist sehr gut für den eigenen Ruhm, kann man Bilder machen vom Boden, freut sich die Offiziere, ja? Manche haben ein bisschen Schnaps da, manche haben mehr Munition für das Maschinengewehr. Ich bin kein Narr, ich habe einen Fallschirm, ich bin schon zweimal abgestürzt. Nicht meine Schuld, ich bin gut. Die ist mir gerade vom Esel gefallen. Ach, großartig. Kann man nichts machen. Ja, da kann man nichts machen. Das ist so. Sie ist gefallen. Das ist so. In der Tat. So. Schwupps war sie weg. Lag auf dem Boden, ist dreckig, kann man nicht mehr verwenden. Let present to thee. Zweimal Treibstoff. Ja. Einmal Munition. Er nimmt den Treibstoff an sich. Dein Techniker da. Gibt das dem Techniker? Kann sagen, aber ich schlepp's keinen weiter, exakt bis da. Hier, klonk. Dann ist Schluss. Wenn ich schon Treibstoff verticke, der mir nicht gehört, von dem ich nicht weiß, für wen er ist und wo irgendwann irgendwer kommen wird und sagen wird, wo ist mein Treibstoff, trage ich den keinen Mitarbeiter. Gut. Gut. Ach, was kümmern mich Konsequenzen? Zukünftiges Ich regelt. Ja, eben. Hast du mal gerochen, wie er riecht? Es gibt einen Grund, warum er so riecht. Ich finde, das riecht zitronig. Die Strafkompanie. Riech mal, riech zitronig. Zweite Plücke. Nein, riech nicht. Otto! Nein. Otto! Ich riech an meinem Mantel, Otto. Ja, okay, ich rieche. Riech in der Strafkompanie. Riech mal mein Mantel. Riech das? Zitronig. Oh, nein. Ja, aber... Boah, ja, wenn ich in der Strafkolonie lande, kannst du aber davon ausgehen, dass jeder seinen Eimer leider wegbringt. Spätestens ab Tag 2. So, Hugo, mach mir mein Pferd flott. Ja, Pferd. Natürlich hat er ein Pferd. Ist das ein Pegasus? Nein, mein Flugzeug. Mhm. Das ist mein Pferd. Ja, klar. Ja. Ich kann auch eine Sache tragen. Die Sophie von Hohenberg. Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr noch tragen? Ja, ich könnte noch zwei Sachen tragen. Ja, nachdem ich für deinen Status vom... Nee, gar nicht wahr. Eine Sache. Was hat euch alles versprochen? Schokolade, nee, Tee, Kaffee, ne? Bier. Und Bier. Und Pistolenmunition. Ja. Mit den Worten, er kann so viel Pistolenmunition haben, wie er will. Mal gucken, was er am Ende alles bringt. Na toll, Nudossi. Das war eine sehr dreckige Synchronlache von uns beiden gerade. Ich fand's richtig gut. Guck mal. So. Also, er übergibt euch sofort vor Ort, ohne weitere Verzögerungen, den versprochenen Kaffee, die versprochene Schokolade und eine Schachtel mit Pistolenmunition. Also, dem, wie du das verteilst. Nee, ist egal. Pistolenmunition geht natürlich an Happel. Wer hat noch Platz, was zu tragen? Ich. Da drüben ist noch viel Platz. Ich habe einen Steckplatz noch. Ah, das ist eine große Karte. Schlechte Kombi, die verschwindet irgendwann einfach. Ich kann mich nicht so weit vorbeugen. Ja, Entschuldigung. Spät geschalten. Dann eine Sache kann ich tragen. Ich muss fair genug sein und sagen, dass mein Limit liegt ja bei 9 und ich habe eigentlich auch 9 Karten. Wer kann noch was tragen? Ich kann was tragen. Ich bin eigentlich voll. Ich habe noch Schokolade, die ich nicht mehr tragen kann. Mit dem Bier? Ich habe noch Schokolade, die ich nicht tragen kann, was man selten hört, ne? Ja, aber ja, ist nicht. Dann ist gibt er Happel. Der Gulasch hat meinen 9. Slot besetzt, mit dem hatte ich nicht gerechnet vorhin. Dann gibt er Happel einen Bezugsschein für Offiziersverpflegung und ordnet an, dass dir in seinem Namen für ihn eine Tagesration Bier und eine Wochenration Tee ausgehändigt werden soll bei der Versorgungsstelle. Okay. Nice. Ja, und ja, das können wir tun. Ja, wir können am Straßenrand einen Shop aufmachen. Während Hugo, sein Techniker, sich an die Arbeit macht, das Flugzeug zu betanken, macht er sich daran, seine Maschinengewehre mit Munition zu bestücken. Ja. Um schnellstmöglich wieder zum ritterlichen Kampf in die Lüfte aufzusteigen. Wo die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten ihren abenteuerlichen Leidenschaften nachgehen. Ich laufe ihm schnell noch hinterher. Aber ich frage ihn nur ganz kurz. Hey! Susi! Ja. Hast du noch eine Leuchtpistole? Eine Leuchtpistole? Ja. Warum? Braucht ihr meine Hilfe noch einmal? Du stehst doch auf abgefahrene Kämpfe. Ja. Ich habe so ein ganz mieses Bauchgefühl bei unserer aktuellen Mission. Ja. Eventuell kann ich dir noch ein paar Bodenziele verschaffen.
Na klar, immer doch. Pass auf, ich habe hier keine. Aber lass dir eine bei der Materialstelle geben. Ich gebe dir einen Schein. Juhu. Schein für Leuchtpistole. So. Da lässt du dir eine Leuchtpistole geben, aber du musst nachfragen. Moment. Heute ist, gut. So, dann lässt du dir grüne Leuchtkugeln geben, ja? Ja. Gib dir das. Ja, danke. Super. Alright. Gut, aber mein Wettkampf mit dem fliegenden Bär geht natürlich vor. Absolutes Verständnis dafür. Ich wünsche viel Erfolg. Ja. Yeah. Und was auch immer du tust, da gib ihnen Saures oder gib ihnen gutes Essen. Was auch immer du tust. Du kannst dich auf beides verlassen. Gut, dann wünsche ich euch noch allerbest. Ja? Ja, netter Typ. Er klettert an seine Maschine. So ein tolles Flugzeug. Ich hoffe auch, er gewinnt. Ich schaue ihm mit leicht zu sentimentalen Blick hinterher und säusele. Toller Mann. Ob es irgendwann Flugzeuge geben wird, in denen Essen serviert wird, dann könnte ich Pilot werden. Und Sie, Herr Gorlami, Sie könnten sowas wie Flugkoch werden. Das glaube ich nicht. Oder fliegender Koch, der mit einem Flugzeug dorthin geht, wo dringend gekocht werden muss. Ich glaube, das Einzige, was sich da größentechnisch durchsetzen kann und wird, sind die Luftschiffe. Immer diese Fluseln. Absolut. Das ist richtig. Den fliegenden Schiffen gehört schon die Zukunft. Ja, hat aber Flausen im Kopf. Aber total. Dann trinken alle Tomatensaft oder was, ja. Tomatensaft aus Tomaten. Was für ein Quatsch. Wo sind wir denn hier? In Ungarn? Schlotzzeug. Das will doch kein Mensch. Alle verrückt. Ihr stapftet dann also weg vom Flugfeld. Der eine versunken in seiner Bromance mit seinem Abbild in den Lüften, dem Boxkämpfer des Himmels. Auf zur Materialstelle. Der andere froh, dass er keine Kanister voller Treibstoff mehr schleppen muss. Hoffend, dass es keine Konsequenzen haben wird, wenn rauskommt, dass er den Treibstoff vertickt hat. Das ist ja sein Problem. Richtig? Darauf habe ich mich schon mit mir selbst geeinigt. Reicher um eine Bezugskarte für Bier seid ihr? Und für Tee? Bin blind vor Bewunderung. Ja, und dann erreicht ihr schließlich die Gräben von Gloria. Auch Gloria ist ähnlich wie das Hauptlager Kapfenberg in den Karpaten, so ein in den Dreck gegrabenes Loch. Ein Netzwerk aus Schützengräben, annähernd 2 Meter tief in das Erdreich hineingetrieben, einige breit genug, dass ein Fuhrwerk hindurchfahren kann, andere so schmal, dass man aufpassen muss, dass man aneinander vorbeigehen nicht mit der einen Schulter an die Schulter des Gegenübers stößt und mit der anderen an die leicht abgestreckte Wand. So gesehen unterscheidet sich Gloria nur unwesentlich von dem Schicksal der deutschen Kameraden an der Front nach Frankreich. Nur, dass dieses hier nicht einmal täglich, dreimal täglich und einmal nachts, mehrfach die ganze Zeit, nonstop, dumm, von Franzosen und Engländern berannt wird und bisher auch scheinbar nicht wirklich von Artillerie großartig angegriffen wurde. Trotzdem, lieber vorsichtig als tot. Ihr kommt also so von hinten, diesmal nicht wie beim ersten Mal, wo ihr da wart, über die vorderen Wege, in das Lager hinein, vorbei an den ganzen leeren Bereichen, wo bis vor kurzem noch große Mannschaftszelte standen. Überall sind beladene Fuhrwerke zu sehen, Pferde, die aufgezäumt werden und vor die Wagen gespannt werden, Esel, Maultiere. Svartopluk starrt jeden Esel etwas genauer an, guckt, ob es möglicherweise Osel sein könnte. Was natürlich leicht zu erkennen ist, ein Esel, dessen Ohren grundsätzlich in 2 verschiedene Richtungen geknickt sind, der mit einem Auge schielt und dem die Hälfte der Zeit die Zunge aus dem Maul lenkt. So ungefähr sieht das aus, ja. So, das kommt sehr nah an Osel ran. Ist leicht zu erkennen, wenn man ihn von der richtigen Seite sieht. Dummerweise, wenn man ihn nur von der einen Seite sieht, kann man ja die Zunge nicht sehen. Und von der anderen Seite das falsche Ohr. Deswegen, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gelegentlich kontrolliert. Ich muss mal ganz kurz zwischenfragen, wie der Pilot hieß. Der Pilot heißt Wettermeier. Mit AI. Ich habe hier noch irgendwo seinen vollständigen Namen. Ich weiß nur nicht wo. Hat er seinen Dienstgrad? Aufgeschrieben? Hier. Der ist Leutnant. Hä? Es ist ja ein Offizier. Das ist ein. Ja. Er hat doch seinen vollen Namen gar nicht genannt. Richtig, hat er nicht. Nee, aber ist okay.
Stimmt, weil ich nicht gefunden habe. Aber wenn man seine eigenen Notizen schlecht sortiert hat. Die Leute hatten Osel gerade. Kannst du kurz Osel nochmal machen? Die Leute konnten es gerade nicht erkennen, leider, aufgrund der Karte. Aber damit ihr euch Osel in etwa vorstellen könnt, Freunde, Osel sieht. Ja, das eine Ohr noch ein bisschen abknicken. Ja, das. Ja, das, ja, so kennen wir Osel. So sieht Osel ungefähr aus. Ja, das haut dann etwa hin. Osel ist besonders. Das ist erschreckend nah dran. Ich bin im Uncanny Valley gefallen. Ja. Ich hab's nie irgendjemandem gesagt, aber um mein Studium als 3D-Grafiker bezahlen zu können, musste ich mehrere Jahre im Zirkus von Istanbul als Zirkusesel arbeiten. Der Istanbuler Zirkus ist ein armer Zirkus. Die haben keine Pferde, nein, die haben keine Zebras, nein, die haben keine Giraffen, nein, die haben Elefanten, nein. Die haben nur Thorsten als Esel. Die haben nur falsche Esel. Toll. Typen, die sich als Esel ausgeben. Klingt toll, ich hoffe, die kommen mal nach Deutschland. Okay, ja, also jedenfalls, ihr kommt über die ganzen Abwege da jetzt zu Gloria rein. Ihr merkt sofort, Gloria hat sich verändert, seit ihr das letzte Mal da gewesen seid. Gloria hat sich verändert, seitdem wir das letzte Mal da gewesen sind. Ich hab das auch ist mir auch aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst. Oh, Gloria hat sich verändert, seitdem wir das letzte Mal da gewesen sind. So. Ich hab euch gesagt, die Brücke ist nicht sicher. Wo ist denn die Brücke? Sie haben die Brücke gesprengt. Ich bin da mit meinen Eseln drüber. Ja, Gloria ist stark verändert. Ja, alles ist woanders. Einige Baracken sind bereits abgebaut und nicht mehr da. Zelte sind abgebaut. Die Feldküche ist nicht mehr, als ihr kommt ja von hinten hier da durch und als ihr den großen Sammelplatz erreicht. Hier könnt ihr sehen, das Lazarett ist größtenteils abgebaut. Das Rote Kreuz auf dem Dach, das den eigenen Fliegern sagen kann, dass sie dort landen können, wenn sie verwundet sind. Und anderen Fliegern sagt, schieß vielleicht nicht hier drauf, wenn du es irgendwie mit Kriegsrecht hast. Außer, dass es mitten in einer Artilleriebasis ist und du eigentlich dürftest, dann wäre trotzdem nicht. Das ist nicht mehr da. Die Nebenzelte, wo die Verwundeten frische Luft hatten, die sind auch abgebaut, alles auf Wagen. Überall stehen Karren herum und überall laufen Leute durch die Gegend. Tragen Sachen hin und her, führen Pferde und Karren vor und kreuz zurück, überall. Die da, die da, die da, die da. So. Ich muss kurz meine Notizen ordnen, sonst bin ich immer noch auf dem Flugfeld. Oh, das sah beim letzten Mal alles irgendwie nicht so schlimm aus. Nee, hier was war... Was ist passiert? Also, die Rücken ab, ha? Ja, aber die haben... Seht ihr, dass die Brücke weg ist? Ja, das frage ich mich, aber das soll... Also das war eine massive rüber. Steinbrücke. Das heißt, wir haben Wojkowicz eingenommen und die Kapelle, um dann abzurücken? Warum? Ja. Fragt CVH, wer soll's wissen? CVH? Hm? Ja. Den Esel? Den, ich drehe mich um und gehe zum Esel und frage ihn, hast du eine Ahnung, was hier los ist? Jetzt muss man. Er hat recht, er sagt, im Arsch. Ja, ja aber als du wieder aufschaust, Svartopluk, siehst du ein bekanntes Gesicht, deinen guten Freund, Kameraden und Schurkenbruder, Hugo Stepaniek. Hugo! Du alter Gauner! Hugos Augen, als er gerade um die Ecke kommt und du ihn anrufst, weiten sich ein wenig, er nimmt die Hände aus den Taschen und macht 180 Grad kehrt und geht zügig wieder weg. Das sah schuldig aus. Hugo? Ich glaube, er hält dich für einen Offizier. So, ich hatte nicht geguckt. Willst du hinterher? Ich passe auf die Esel auf. Ja, ich gehe hinterher. Ja? Na? Ich auch. Na, so, na? Euch sehen hier? Hm? Ich lauf Svato hinterher. Magst du es auch immer nicht hinter den Ohren kraut? Hört auf, mit dem Esel zu flirten. Das erste Mal atmen. Ja, ihr eilt Stepanek hinterher. Also Gennaro und Svato. Das dynamische Duo des Betrugs und der Fäuste. Achso, warte ganz kurz. Während ich ihm hinterherlaufe, drücke ich den Schein von Leutnant Wettermeier, den Schein für die Leuchtpistole, und grüne Leuchtkugeln. Happel in die Hand, ja? Ich guck dich an, komm auf ungefähr die Entfernung ran und sag, der Wettermeier hat gesagt, grüne Leuchtkugeln. Okay. Kannst du die mitholen? Ja, ich muss da eh hin. Ich habe so viele Zettel dafür. Grazie mille, mein Freund. Bis nachher. Und dann eile ich so schnellen, etwas zu schnellen Schrittes, und dass es so ein bisschen Panne aussieht, eile ich Svato hinterher. So, als würde man sehr schnell versuchen, unauffällig zu laufen. Mhm. So wie Hoppel das immer macht. Ich suche einen Ort, wo ich mich hinsetzen kann, ohne richtig zu sitzen, damit Offiziere im Zweifel glauben, dass ich stehe. Ja, und
Schmerlinge, greift eine von den Sprengstoffkisten, also löst die Seile, nimmt die Kiste runter, geht zu dir, setzt etwas rüde die Kiste ab, dreht sich um und setzt sich drauf. So macht man das. Du brauchst eine Schnitt alle tot. Arsch. Pock, pock, pock. Ja, die ist voll mit dir. Ja. So, Hoppel. Hoppel, kommst mal her. Ist ein Befehl. Happel. Ist ja, mein Name. Habe ich doch gesagt. Nein, haben sie nicht. Jetzt gibst du deinem Vorgesetzten Lippe. Hab doch Hoppel gesagt. Das bist doch du, oder? Der Konstanz Hoppel. Ja. Ja. Also. Aufgegeben. Sag mal, Hafen. Gehst mal geschwind jetzt zur Melderbrocke, ja? Erkundigst dich nach allem. Dann hast du Befehl, ne? Du brauchst hier ein Codebuch, ja? Und den Vogelfiechers. Ja. Hast du das verstanden? Hab ich. Ja, gut. Gut. Ja, mach's. Ich mochte den Mann mal. Bis vor kurzem. Nee, das ist falsch. Du wolltest ihm mal in den Arsch kriechen. Das ist was anderes. Nein, ich mochte ihn auch, weil er meinen besten Freund gerettet hat. Ja. Stimmt. Bist ein guter Mann, Hoppel. Ja, ich bin dann mal weg. Komm, geh, hopp, hopp. So. Als Maul. Breuer. Ich bin gar nicht da. Ja, deswegen. Ich hab Augen zugedrückt vor eurem krummen Ding beim Flugfeld. Ja. Besser das ist Bier. Es. Für wen ist das? Ist das für dich? Ich hab ihn vergessen. Ich auch. Das ist für mich, ja. Da krieg ich einen guten Schluck von ab. Sonst Schwein. Mach ich Meldung. Wirklich? Aber ja. Ich hab den Zettel. Du bist ein Kameradenschwein. Nee, bin ich nicht. Weißt du, mein bester Freund, der Wunker, der hat immer so Geschäft. Hier ist ein Punkt Moral, ich ertrag's nicht. Oh, sad, ich verbrauche das, um okay, weiß ich meinen Stress, den ich jetzt bekomme. Ich koche demnächst mal was Schönes. Ja. So, Svartoblog. Ja. Während wir da lang hetzen, habe ich die Chance zu schauen, ob wir an der Feldküche vorbeikommen. Ja, ihr eilt also Stepaniak hinterher. Und dort, wo die Feldküche war, ist keine Gulaschkanone mehr. Die Hälfte des Küchenmaterials ist abgerückt, ist nicht mehr vorhanden. Ist bei der anderen Hälfte eine Pfanne bei. Du siehst Pfannen da drin und alles mögliche und Töpfe. Aber die ganze Feldküche ist voll mit Pionieren. Schlegelmeiers Pioniere mit ihren, du erkennst sie an ihrem Schulterpatch mit ihrem Aufnäher da, wo sie den Spaten und die Hacke gekreuzt haben und die Spaten, die sie am Rücken tragen. Ich weiß, dass es unwahrscheinlich ist, aber sehe ich die zwei? Die zwei? Habe ich irgendwie eine Chance, die zu sehen? Einen davon tatsächlich siehst du vor der Küchenstelle, nice. Bei den Bänken sitzend und gerade herzhaft in ein Stück Wurst beißend. Okay, das ist in Ordnung. Ich deute Svato. Naja, okay, wir haben wirklich keine Chance, jetzt wirklich stehen zu bleiben. Ne? Doch, wenn du mir auf die Schulter tippst. Nee, aber du verfolgst ja den Typen noch. Ja. Du kannst ja auch offene Rechnungen später begleichen. Jetzt weißt du zumindest, dass einer von ihnen da ist. Es geht. Du weißt jetzt, dann ist er nicht gut. Wir könnten ihn auflauern. Nee, was nochmal? Ja? Nee, ist in Ordnung. Du kannst niemanden auflauern, du lieber, stinkst. Ja. Mir ist es lieber, wenn ich an dir erstmal kurz dranbleibe. Aber ich weiß, dass ich habe zur Kenntnis genommen, dass er da ist. Das ist der gefreite Weichselbraun. Daran erinnerst du dich noch. dem hast du nämlich die Nase gebrochen. Ja. Und das ist der den Schlagring hatte. Ja. Der jetzt um deinen Hals baumelt. Exakt. Ja, ihr folgt also Stepaniek. Weichselbraun oder Baum? Weichselbraun. Ja. Ja. Ihr folgt also Stepaniek und für einen Moment hätte euch fast abgehängt, aber ihr seid zu zweit und Gennaro schneidet ihm den Weg ab. Und als du plötzlich an ihm vorbei siehst, dass Gennaro von der anderen Seite um die Ecke kommt, bleibt er stehen. Stepaniek, was ist los? Warum rennst du weg? Warum denn? Svartoblog dreht sich um
Mein Freund! Hey! Du in Gloria! Hey, komm in meine Arme, mein Freund! Hey. Ich häng dir doch nicht her. Zu, umarm dich. Hey. Klopf dir auf die Schulter. Ich halte die Umarmung länger, als es nötig ist. Die Pioniere. Oh, er auch. Er auch. Bitte, mach, dass dein Koch mir nichts tut. Die Pioniere haben ihn gebracht. Ich konnte nichts für ihn tun. Und dann, was mit den Wetten? Ich weiß nicht, was sie dir erzählt haben, aber es ist nicht meine Schuld. Was soll ich denn tun? Irgendjemand muss die Wetten abschließen. Wetten? Na, Osel, auf Osel. Er schüttelt die Schulter. Pfeift den Koch zurück. Während er mein Arm ist, signalisiere ich mit meinen Händen. Was zum Teufel? Irgendwie fühle ich mich hier gerade wie bestellt und nicht abgeholt. Ne? Mit meinen Händen signalisiere ich, während ich ihn umarme, zeige ich dir nachher Folgendes. Ich dachte, du machst das Oselzeichen. Nee, pass auf hier. Gennaro. Ja. Okay, ich komm einfach nur näher. Und ich frag mich. Schlagring! Ja, ja, ist ja. Schlagring! Willst du? Jetzt halte ich ihn an den Schultern fest und frag nochmal. Was ist mit Osel? Schwarterblock. Wir sind Freunde, ja? Jetzt habe ich Osel gehört. Wir sind Freunde! Ihr habt gewettet? Ich will dir alles erzählen. Erzähl! Jetzt stehe ich unangenehm nah an ihm dran. So hinten im Nacken. Er spürt meine Nasenatmung in seinem Nacken. Er schiebt Svartoplugs Hände zu beiden Seiten weg, dreht sich 90 Grad, lehnt sich rückwärts an die Wand des Schützenlaufgrabens, in dem ihr seid. Die Sache ist die. Die Pioniere haben schwarzes Esel. Den Osel. Ich habe ihn sofort erkannt, als er kam. Ich meine, man sieht ihm ja sofort an, was für ein edles Tier er ist. In der Tat. Schwartos Lieblingsesel, würde ich nie vergessen. Ich habe sie also gefragt, wo habt ihr den her? Da haben sie gesagt, im Hauptlager, da haben sie sich den aushändigen lassen. Ich verstehe. Weil du sein Freund bist. Ach. Und sie dir ins Reim wirken wollten. Und außerdem, die rechte Hand von dem Stabswachtmeister, der hat sie ermuntert. Und hat ihnen gesagt, sie können den haben, der gehört dem Schmeschka, dem Freund von Gennaro. Ich verstehe, pass auf. Meine Hand wandert an meine Kette und die Finger gleiten schon in den Schlagring. Und ich frage, oder ich sage einfach nur, ich will einen Namen. Und wo ist unser Esel? Im Minenfeld. Im Minenfeld? Das ist, worauf gewettet wurde. Ich habe die Wetten angenommen. Ich sag dir alles. Osel hat nicht gemacht, was sie machen wollten. Er hat nicht nach ihrer Musik getan. Natürlich hat er das nicht. Er hat einen von ihnen gebissen. Eine Kiste mit Sprengstoff hat er abgeworfen oder mit Benzin oder sowas. Und dann hat er zwei von ihnen in den Fluss getreten. Da haben sie ihn als Verräter bezeichnet. Sie haben ihm eine russische Soldatenmütze aufgesetzt und haben ihm den Prozess gemacht. Als Verräter. Sie haben einen von ihren Eseln als Charakterzeugen geladen. Aber Osel hat ihn gebissen. Da haben sie ihn dann zum Tode verurteilt. Als Spion. Und ihn in das frisch neu belegte Minenfeld im Norden von Gloria getrieben. Alle haben gedacht, der Esel explodiert sofort. Aber Osel ist nicht sofort explodiert. Und jetzt steht er da seit Tagen schon auf einem Stein und trinkt Wasser aus einer Pfütze. Ich bin nachts heimlich hingeschlichen und hab ihm etwas frisches Wasser gebracht und einen Beutel mit Hafer. Aber mehr konnte ich nicht für ihn tun, weil ich kann doch keinen Esel durch ein Minenfeld führen, der mich beißt. Und Osel beißt doch jeden, der nicht du bist. Tippe ihm auf die Schulter und sage, ich danke dir. Du kennst den Weg zu dem Esel durch das Minenfeld. Nein, ich bin auf allen Vieren gekrochen und habe gehofft, dass ich nicht explodiere. Ich schaue Gennaro an und frage... Außerdem haben sie es danach nochmal weiter verlegt. Sie waren noch zweimal da, haben neue Minen gelegt. Und jetzt wetten sie darauf, wie viele Tage es noch dauert, bis der Esel Hunger oder Durst bekommt und explodiert. Gennaro. Ich lehne mich super, warte ganz kurz, eine Sache. Ich lehne mich super nah an ihn an und sage, und ich wette, dass du es nochmal schaffst. Nein, das ist eine Wette, die nicht mehr ich machen würde. Ich bin nicht verrückt. Ich bin ein Halunke und ein Buchmacher, aber ich bin nicht wahnsinnig. Keine 10 Esel kriegen mich in dieses Minenfeld. Das war keine Wette, das war ein sogenanntes rhetorisches Stilmittel. Du schaffst das nochmal. Denn entweder eine Mine bringt dich um, nichts bringt dich um. Wieso denn mich? Ich hab oder doch nichts damit zu tun. Es reimt sich fast, ich bring dich um. Schwartoblug, ich hab nichts getan. Gennaro, wir könnten die... Was? Wir könnten die Pioniere ins Minenfeld treiben.
Sorry, aber das ist sogar mir zu blöd. Wie viele sind das? Schlegelmeiers Pioniere. Wie viele sind das? Ihr wisst nicht, wie viele von ihnen im Lager sind, aber das sind so 60 bis 80 Mann insgesamt. Die machen das Haus vom Gardasee alleine. Das sind die mit den Flammenwerfern und dem Sprengstoff. Und ein bisschen Feuer. Die dafür bekannt sind, gegnerische Soldaten im Nahkampf mit ihren Spaten zu erschlagen. Okay, kein Problem. Folgendes. Stepaniak nutzt jedenfalls die Chance erstmal und dreht sich um Svartoplug rum. Ich habe wirklich im Rahmen meiner Möglichkeiten alles für dich getan, was ich konnte, mein Freund. Und wenn, egal wie die Wetten ausgehen, du kriegst einen Teil der Gewinner, ja? Wenn du ihn rausholst, dann behalte ich fast das ganze Geld. Okay, pass auf. Weil Alarm gewettet, wann er explodiert. Niemand glaubt, dass er nicht explodiert. Pass auf. Ich habe hier noch an die 25 Kronen. Die gebe ich dir. Du wettest alles auf, er explodiert nicht. Ja. Alles, was du hast, auf, er explodiert nicht. Okay, Svato, folgender Plan. Na dann, Stefan, den Kraut ab. Ich habe den Weichselbraun. Einen der Pioniere, das ist unser spezieller Freund aus dem Zelt, aus dem Versorgungszelt, dem du meine Gewürze ins Gesicht geworfen hast, falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich. Den habe ich vorhin in der Küche gesehen. Wollen wir es sehen? Wenn die Pioniere die Minen verlegt haben, weil ich habe eine technische Frage, war es früher üblich, dass man Karten von Minenfeldern anlegt? Absolut. Alles klar. Wir schnappen uns den Weichselbraun. Und der organisiert uns zwei Dinge. Eine Pfanne. Das ist ein teuflischer Plan. Und eine Karte vom Minenfeld. Das ist sehr gut. Wir sollten Sophia und Happel Bescheid sagen. Happel könnte durchs Minenfeld. Ja, also wenn das Problem ist, du müsstest durchs Minenfeld, weil dich beißt Ursel nicht. Happel könnte mich tragen. Das stimmt. Das könnte er wohl. Wir sollten auf jeden Fall Bescheid sagen, aber dann schnappen wir uns die. Das klingt nach einem guten Plan. Soll ich die ablenken? Ich könnte ein Ablenkungsmanöver starten. Ich könnte den Weichselbraun verklickern, dass ich mich ganz kurz allein mit ihm unterhalten möchte. Meinst du nicht, der ist gewarnt, wenn er dich sieht? Nein, man hat ihn nur kurz unterhalten. Er hat uns beide schon gesehen. Ob er das glauben würde? Wir könnten Sophia bitten, ein Ablenkungsmanöver zu starten. Oh, das ist ja sau schlau. Deswegen bist du der Schlaue in unserer Freundschaft. Oh, wow, ist das traurig. Und dann was? Sorry. Okay. Und dann macht ihr euch auf den Rückweg zu den anderen, nehme ich an. Okay, wir machen uns jetzt eigentlich machen wir uns primär auf den Weg zu Sophia, weil wir sie brauchen, damit sie den Weichselbraun. Weil der kennt uns schon, da haben wir weniger Überzeugungsarbeit zu leisten. Der rennt sofort zu seinen Kameraden und dann hast du 50 Spaten und einen Flammenwerfer zwischen dich und ihm, wenn er von dir Wind kriegt. Ja. Absolut richtig. Aber Sophia soll ihn nicht, zu uns holen und dann rennt er auch nicht mehr. Eine Venus-Fliegenfalle. Quasi. Nur ohne Fliegen. Trotzdem erst einmal Happel. Ja. Das wäre ein Schmeißflieger. So, während Schmerlinger also auf einer Kiste Sprengstoff sitzt, Breuer daneben an der Wand lehnt und sich ausruht und Lukas sich um die Esel kümmert, machst du dich auf den Weg zum Melde- und Melderposten von Gloria. Im Schatten des Funkmastes, wenn wir mal kurz auf die Karte schalten können, zeige ich dir kurz, wo das ist. Sind wir auf der Karte? Ja, nein, vielleicht aber. So, das hier ist der Melder- und Funkposten. Yeah. Direkt daneben befindet sich die Funkantenne, wie man vielleicht ausmachen kann. Wenn man näher dran ist, sieht man es besser. So, dort bist du jetzt. Ja. Wo die beiden sind, weiß der Geier. Und die Esel und so weiter und so fort, die befinden sich aktuell hier beim Hauptlagerplatz, also da, wo die Essensausgabe und sowas ist, die aktuell Bar eines Küchenwagens ist, weil der nicht mehr da ist und weil die Küche von Pionieren belagert ist, aber egal. Hier ist jedenfalls eine Menge Material und da seid ihr dann auch mit um die Esel. So, du hingegen jetzt bei der Melderbaracke. Ja. Kommst also bei der Melderbaracke an, daneben gurrt auch der Taubenschlag freudig vor sich hin. Ich haben die auch die anderen Sachen oder ist das nochmal ein anderer Ausgabeposten?
Was? Welche? Weil ich habe ja inzwischen habe ich einen Zettel für meine Tauben, ich habe einen Zettel für das Codebuch, ich habe für Bier einen, für Tee einen, für Leuchtkugel, Leuchtkugeln in grün, Leuchtpistole und ein Säbel, so viel Zettel habe ich da. Korrekt. der Melderposten hat nichts zu tun mit fast allem davon. Ja, schade. Da sind die Codebücher für die Taubennachrichten und die Tauben. Das ist beides da, sonst nichts. Okay, dann schon mal diesen Zettel. Mhm. Ja, also du kommst dort also an. Draußen sitzen zwei Männer und rauchen. Drinnen sendet jemand Morsesignale über Funk. Kannst du dann dieses Piep, 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 Piep hören. Falls da draußen jemand unter den Zuschauern ist, der Morsecode versteht. Ich will gar nicht wissen, was für ein merkwürdiger Mist ich gerade gemorst habe. Andererseits? Doch, bitte. Wenn da draußen jemand ist, der morsen kann und irgendwas von dem verstanden hat, schreibt in den Text, was für ein Mist ich gerade von mir gemacht habe. Ja, es ist sehr wahrscheinlich sowas. Katze läuft über den Morseapparat. Ja. Stimmt, das frühmoderne Cat on Keyboard. Ja, wie gesagt, draußen sitzen zwei, die rauchen. Einer nimmt seine Pfeife aus dem Mund, nickt. Neue? Ja, Mittelläufer Hubble. Streckt direkt die Hand aus, Papier. Ja. Mhm. Naja, gut, gut. Schauen wir mal. Steht auf, hebt die Papiere zurück, faltet den Befehl, legt den drinnen rein, kramt in einem Schrank herum. Und gibt dir ein kleines, so ein winziges Büchlein. Ja, das ist das. Gib dir das. Danke. So, mindestens drei Tauben, ja. Mir gefällt dein Lesezeichen, Paul. Für alle, die es nicht sehen, da liegt ein Stück Wurst in seinem Heft. Ein bisschen Gorlami. Warnick! Gibst ihm die Tauben. Der braucht Artillerietauben. Ja, der eine Mann drin steht auf, setzt seine Mütze auf, kommt raus. Hallo. Schüttelt dir die Hand. Happe. Aufklärungsunteroffizier vom Dienst Warneck. Kommen Sie mit. Ich gehe mit rein. Wer hätte das gedacht? Happe, hab von dir gehört. Hast den russischen Leuten einen Wolkowitz gefangen genommen. Mensch, was für ein Teufelskerl. Schön, wenn man von mir hört. Mich freut das übrigens auch immer, weil ich bin geltungsbedürftiger. Hast du hoffentlich eine Medaille dafür gekriegt? Es ist in Arbeit. Guckt auf den Schein im Game. Ah, hier die Kirche. Leuchtsignal kam gestern Nacht. Siegreich. Geht auch bald hin. Richte den Funkposten da ein. So in ein, zwei Wochen. Wie kommen wir da jetzt eigentlich hin ohne die Brücke? Wie ohne die Brücke? Ja, müssen wir gar nicht über die Brücke? Ach so. Das ist ja ein Mist. Ihr müsst ja über den Fluss. Ja. Was haben die euch denn gesagt, wie ihr da hinkommt? Als wir losgeschickt wurden, gab es die Brücke noch. Ich bin ja dabei. Die Brücke ist heute beim ersten Morgenlicht gesprengt worden. Das passiert jetzt ganz parallel. Schlegelmeiers Pioniere wollten das direkt erledigt haben. Keiner muss da mehr rüber. Da drüben sind Minen verlegt worden und alles. Das Niemandsland da ist... Die Pioniere von dem Schlegelmeier sind hier, ja? Ja, Schlegelmeiers Leute sind hier, der ganze Trupp. Auch? Bis auf einen Halbzug. Ein Halbzug ist in Wolkowitz. Die wollen da irgendwas zerstören. Die sind auch nur zum Zerstören da, ne? Und Pioniere. Pioniere bauen, Pioniere zerstören. Da lang. Artillerie. Schwere Artillerie bleibt hier. Der Plan ist, wir behalten diesen Posten von den Russen, wenn er erobert ist, was er ja jetzt ist. Und bis wir den neu sichern und befestigen können, deckt unsere Artillerie das von hier mit Unterstützungsfeuer, wenn nötig. Deswegen vermutlich die Artillerietauben. Ja. Morgen, Alois. Jo. Geht weiter.
grüßt einen Soldaten da bei der Artillerie. Artilleristen, gute Männer. Unsere Batterie hier ist die beste im gesamten Abschnitt. Das ganze, die ganze Mondlandschaft auf der anderen Seite der Brücke, die es nicht mehr gibt, das waren wir. Noch mit den schweren Mörsern, ja? Mhm. Das waren wir. Da haben die Russen das erste Mal versucht, uns die neu gebaute Brücke abzunehmen. Da haben wir es denen gezeigt. Unsere Brücke kriegen die nicht. Und wir wollten ja unsere Brücke nicht einfach so sprengen. Hm. Jetzt naja, schon. Hätten wir sie mal mehr benutzt. Aber die Husaren haben guten Gebrauch davon gemacht. Weg ist sie. Wenn ihr zur Kapelle müsst. Ja. Die einzige Brücke, von der ich noch weiß, ist die Eisenbahnbrücke in Wolkowitz. Mhm. Und Schlegelmeiers Pioniere haben wohl Auftrag, die auch zu sprengen innerhalb der nächsten Tage. Also wenn ihr darüber wollt, dann solltet ihr euch beeilen. Boote gibt es hier weit und breit nicht mehr. Eine Menge Juden sind aus Wolkowitz geflohen, aus Angst davor, dass die Russen zurückkommen und es einen Pogrom gibt. Der Zar ist ja ein Judenfresser. Die haben die meisten Boote aus der Gegend mitgenommen, weil die den Fluss benutzen, um ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Vor allen Dingen ihre Frauen und Kinder. Wir haben kein Boot mehr hier. Schlegelmeiers Pioniere haben einen Pionierskahn mitgenommen nach Wolkowitz, damit sie Sprengladungen von unten an der Eisenbahnbrücke anbringen können. Da ist ja so ein Boot. Aber das nutzt euch ja nichts, weil das ist ja die Eisenbahnbrücke. Nein, hast du hey, Tauben, Max! Wir brauchen 3 Artillerietauben! Gibt es irgendeine Möglichkeit, darüber zu kommen jetzt über den Fluss? Die Eisenbahnbrücke wäre der beste Weg. Aber die ist doch erst in Wolkowitz. Ja. Ist nur Umweg, ich weiß. Ein Tag hin und dann ein Tag Umweg durchs Gelände. Wie ehrlich hast du es? Also du bist zu Fuß, oder? Dann ist nur die halbe Zeit. Wenn du als Melder unterwegs bist. Ich bin nicht allein. Mit was bist du unterwegs? Mit 3 Eseln. Ja, also Eselsgeschwindigkeit. Da erzähl mir doch nichts von zu Fuß. Ja? Esel hat halbe Menschengeschwindigkeit. Das Ding läuft wie eine Schnecke auf 4 Beinen. Und einem sehr, sehr langsamen Kameraden. Nee. Sehr, sehr langsamen Kameraden. Ich würde sagen, wir haben einen Kameraden dabei, der etwas langsamer ist als Esel. Nepomuk Schmerlinger. Ding, ding, Korporal ding, 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 ding. Schmerlinger? Korporal Schmerlinger ist dabei, ja. Ist der immer noch in der Armee? Ja. So oft wie der schon verwundet wurde und ausgezeichnet wurde, hätte ich gedacht, der Kaiser schenkt ihm irgendwann mal ein Jagdschloss und holt ihn von der Front. Dass der gute Mann noch Korporal ist, liegt nur daran, dass er nie mit seinen Taten prahlt. Das ist so ein Tüchtiger. Der hat mir alles beigebracht, was ich kann. Damals, da war der noch bei den Meldern. Als der so jung war wie du, da habe ich gerade angefangen. Da war ich 18 Jahre. Es war kurz vor Kriegsbeginn. Da hat er mir alles beigebracht, was ich kann. Du sagtest, die Pioniere wollen die andere Brücke auch sprengen. Ich glaube, wir sind etwas unter Zeit. Nein, Taubenkorb. Er kann die Viecher doch nicht auf seinen Kopf setzen. Die scheißen ihn doch voll. Ja. Stör mich nicht. Kurz, mich aber. Kurz zwischengeworfen. Ja, das ist ein Grab. Wo ich es gerade hier habe, dein Morsecode war MVHF5UNI. Danke, Chat. Danke. Wow. Oh Gott, müssen wir in Zukunft merkwürdige Easter Eggs kodieren im Voraus? Das ist ja viel Arbeit. Vielleicht nicht. Ja, jetzt hast du es gecallt. Gut. Ich schreibe schon diese ganzen kleinen Panels rechts. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht versehentlich aus dem Refrain des Funkerliedes ein Zitat gepiept habe. Sonst würde man uns am Ende noch Nazi-Lied gut unterstellen. Die Bundeswehr singt das übrigens immer noch. Aber das ist die einzige Morse-Kette. Ich will meine Tauben! Dich, dass ich kenne. Ja, du bekommst einen schönen Korb mit Tauben. Einen Brieftaubenkorb übergeben. Artillerietauben? Artillerietauben. Ich höre, in dieser Kampagne sprengen wir noch eine Taube in die Luft. Eine Taube. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Ihr habt genug Sprengstoff, um alle Tauben und alle Esel in die Luft zu jagen. Ja, aber nur sitzend. Ja, Olli. Das ist ja nicht interessant. Stabgranate? Olli, ich fühle Taubenbomben. Seil? Ja. Finde immer noch den schlimmsten Punkt, finde ich immer noch, plus eine Portion Lebensmittel pro Taube, wenn gekocht. Was? Steht da drauf. Ja. Okay. Hallo, Taube? Ja, ich habe 3. Aha. Gut. Ich bedanke mich. Ich bin trotzdem nur jetzt kurz off-Character, weil wir sind über diese Brücke gelaufen, um nach Wolkowitz zu kommen. Nee. Nein, seid ihr nicht. Ah, okay, dann habe ich das angekommen. Ihr seid den Weg nach Norden
hier gegangen, um nach Wolkowitz zu kommen. Genau, wir kamen aber von hier beim ersten Mal, meine ich. Wir kamen hier den Fluss. Nee, wir kamen von da und ich dachte, wir wären über die Brücke. Nee, ihr seid nicht rüber. Okay. Svatopluk hat geprüft, wie gut die Brücke ist. Für den Fall, dass er rüber muss, weil er eine Aversion gegen schlechte Brücken hat. Und seltsam, aber gläubig ist. Und war dann enttäuscht, dass er nicht über diese gute Brücke musste. Das spricht die Erfahrung aus mir. Weil das wenigstens eine gute Brücke gewesen wäre. Ah, okay, sorry, alles klar, gut. Gut, also du bekommst deine Tauben. Habe ich. Die habe ich jetzt gerade gegeben, ne? Ja. So. Das Codebuch habe ich einfach so, das gibt's. Ja, okay. Genau. Und dann muss ich... Das ist ein winziges Ding und vor allem hast du absolut keinen Nutzen davon. Das dir als Ausrüstung zu verpassen, das wäre innerhalb des Systems grob boshaft. Okay. Die Tauben kannst du essen. Sind Tauben eigentlich würzig oder deftig? Das kommt darauf an, wie sie zubereitet werden. Das kommt darauf an, wie man sie würzt. Nach Räucherpaprika. Und... Demnächst, Copy and Taste, Taube mit Räucherpaprika. Ansonsten gibt es dieses andere Lager auch. Das andere, der andere Ausgabelager. Fragst du ihn? Ja, ich frage ihn, wo das ist. Ah, gar nicht mehr. Die Versorgungsstelle ist aufgelöst worden. Gloria ist kein Durchgangsposten mehr. Wir versorgen aktuell keine Patrouillen und keine Husaren mehr. Das gesamte Versorgungsmaterial ist auf Wagen geladen worden und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, das haben sich die Pioniere unter den Nagel gerissen. Aber deren Oberkommandierender, der Schlegelmeier, der kam hier an und hat sich als der große Zampano aufgeführt. Naja, kann er ja auch, ist ja auch, naja. Aber ich habe hier einen Offizierszettel von einem Leutnant, für den ich das besorgen muss. Naja, das ist ein Problem. Ja. Weil Schlegelmeiers Leute hören auf Schlegelmeier. Und Schlegelmeier interessiert sich nicht dafür, was irgendein Leutnant sagt. Der hat Leutnants unter sich, die Leutnants unter sich haben. Und andererseits ist die Versorgungsstelle nicht mehr da. Also du kannst den Schein nirgendwo vorzeigen. Nice, wir sind abgezockt worden. Unser Rechnungsoffizier zweiter Klasse, der Hannes Hoferle, der ist schon vor 2 Tagen abmarschiert. Der ist demnächst bei einem neuen Stammlager von der 208, da wo er herkommt. Und eins weiter. Was hast du denn da? Was sollst du denn da beschaffen? Ich habe Bier, Tee, Leuchtkugeln und eine Leuchtkugelpistole und ein Säbel, steht auf dem Zettel. Säbel? Steht alles hier drauf. Ja, Säbel haben wir hier nicht. Wir haben keine Husaren mehr hier. Also die Offiziere, ein paar von denen haben Säbel, aber die kriegst du nicht. Leuchtkugeln und Leuchtpistole ist kein Problem. Haben wir bei der Melderstelle, kannst du haben, so viel du willst. Also naja, innerhalb von Maßen, nicht? Wenn 100 Leuchtkugeln fehlen, dann fragt irgendwann jemand. Wir haben letztes Silvester übertrieben, sage ich mal. Und die Artillerie ist verwirrt geworden. Sagen wir einfach, wir haben ein kleines Waldstück zu Silvester ausradiert. Mal kennst. Wie dem auch sei, Leuchtkugeln kannst du haben, mit dem Rest kann ich dir wirklich nicht helfen. Die ganzen wertvollen Sachen haben Schlegelmeiers Pioniere sich unter den Nagel gerissen. Der Schlegelmeier ist leider auch nicht hier, deswegen ist damit Vernunft nicht viel zu machen. Der ist nämlich auf der Jagd. Ist ein Jagdschloss in der Nähe. Ein paar Offiziere haben sich gedacht, sie wollen Schwarzwild schießen gehen, ist gerade so schön ruhig, da ist der weg. Aber seine Männer sind hier, naja. Gut, der Schlegelmeier ist schon mal nicht hier, das ist gut zu wissen. Dann gehe ich und hol mir noch meine Leuchtpistole und die Kugeln. Ja, gebe ich dir direkt mit, kein Problem. Grüne Kugeln bitte. Ja, such dir die Farbe aus. Hauptsache, du hast abgesprochen, für wen die sind. Ja. Weil wir benutzen ja aktuell für die leichten Mörser im Nahbereich Rot. Nimm noch ein paar Rote. Und was benutzt ihr für Grün? Wir gar nicht. Grün ist für die Flieger. Nach dem aktuellen Wochenplan ist Grün für die Flieger Nahbereichsunterstützung durch die Aufklärer. Aber hier sind keine Flieger mehr, die werden abgezogen. Ja, den Trupp habe ich getroffen. Ist mir ehrlich gesagt egal, was du damit machst. Ja. Nimm auch Rot. Und wenn du das Ding einem Russen in den Hintern steckst und guckst, ob er grün aus dem Maul leuchtet. Mich schert's nicht. Ich nehme dann aber tatsächlich alle Farben. Kannst du überhaupt noch ansatzweise so viel Kreppel mit dir rumschleppen? Jein. Also eigentlich jetzt gerade nicht. Du aber hast doch weitere Esel, ne? Ich hatte ja, glaube ich, zumindest für den Moment, ich war natürlich vorher clever und habe bei der Pausenstelle da zumindest mein Zeug abgestellt. Ja, ja. Fair enough. Kurzfristig kannst du eine Menge Zeug hin und her transportieren. Also ich hätte gerne zweimal Munition. Ja, ja. Munition und gut. Einmal rot, einmal grün. Was gibt's eigentlich noch? Gelb, ne? Weiß. 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 Weiß gibt's auch. Aufgeben tut keiner von uns.
Oh, tatsächlich, Kommunikation über Leuchtkugeln war im Ersten Weltkrieg kodiert, regelmäßig geändert. Teilweise gab es sogar Abfolgen, die du hochschießen musstest, um mitzuteilen, was du willst. Ja. Ich weiß, dass ich jetzt rot für Mörserbeschuss habe und grün für unseren Kollegen in der Luft. Ich sag dir aber auch gleich, tatsächlich, Mörser kannst du dir eigentlich sparen, solange ihr nicht in unmittelbarer Nähe von Gloria das brauchen würdet. Mitnehmen. Kann sein, dass wir 60 bis 80 Pioniere erschießen müssen. Nein. Mit Leuchtkugeln. Richtig. Nee, mit den Mörsern dann. Okay. Einfach. Sobald wir aus Gloria raus sind, fallen wir den Grund und Boden. Hey, die Leuchtkugeln kommen hinten aus unserem Lager. Egal, Kugel ist Kugel. So, wer weiß. Das wie bei Worms. Okay, du kriegst eine Leuchtpistole und du kriegst zwei verschiedene Farben Leuchtmunition. Super. Prima. So. Und während du die Leuchtpistole von ihm bekommst und dir die Leuchtkugeln zusammen verstaust, kommt noch einer von den Wachsoldaten aus dem Lager in die Melderbaracke, zu der Minenfeldkarte, die da hängt. Von der ich noch nichts weiß. Scheiße. Von der Minenfeldkarte, die da hängt. Mit einem kleinen Töpfchen und einem Malerpinsel und pinselt veraltet Ausrufezeichen auf die Karte und unterstreicht es zweimal und geht. Moment! Ja. Kamerad, was ist das nicht ungünstig? Habt ihr eine neue? Noch nicht. Ihr arbeitet dran. Nee. Warum ver. Okay. Pioniere, waren draußen. Haben neue Minen gelegt, noch keine Karte gemacht. Nicht mein Problem, aber veraltet. Alles klar. Danke. Geht. Mich interessiert ja auch nicht mehr. Ich habe ja noch keinen Grund. Ja, Melde-Unteroffizier Warnecke. Ist toll, ne? Dass er kommt mit roter Farbe und veraltet draufschreibt, anstatt das scheiß Ding mitzunehmen und irgendwo zu verbrennen. Soll ich das für Sie? Nee, ist besser, dass das hier hängt. Dann wissen alle, dass die Karte veraltet ist. Sonst denken alle, die Karte ist weg, aber ich habe sie vielleicht noch im Kopf. Und, ja. Ist egal, wir sind bald hier weg. Noch ein paar Wochen, dann zieht hier jeder ab. Ich komme als nächstes zur St. Georgenkirche. Das wird ein Spaß. Freund, ein Bekannter von mir, der ist Leutnant beim Evidenzbüro. Saranovic heißt der, kennst du wahrscheinlich gar nicht. Der hat mir geschrieben. Doch. Wirklich? Ja, der hat mich übrigens für die silberne Ehrenmedaille vorgeschlagen. Ach, ist ja ein Ding. Ja. Hat er. Hat er. Dich. Mich. Wir waren zusammen in der Armeeausbildung. Mich hat er bisher für nichts vorgeschlagen. Aber egal. Fein. Ich mache ihm den Funker in ein paar Wochen, wenn ich einen Funkposten aufbaue bei der St. Georgenkapelle. Ja. Ja, er kommt da nämlich hin, übernimmt da die Aufklärung und so. Da gibt es ganz viel Material durchzusehen und ich kann dir was verraten. Saranovic hat mir was erzählt. Yeah. Wir werden da richtig gut essen. Wenn du Glück hast, bleibst du ein bisschen länger da. Der hat nämlich organisiert, dass ein richtig guter Koch dahin stationiert wird. Hat er? Ja. Freue ich mich schon drauf. Hier gibt es nämlich seit Tagen nur noch Mehlsuppe. Ja, ich hatte auch nichts anderes. Mehlsuppe. Na dann, ich habe zu tun. Gib Berichte auszuwerten. Mach's gut. Lass dich nicht erschießen. Tschüss, ich bemühe mich. Nichts stoppt den Melder. Gennaro und Schwarzopluck. Ihr kommt zurück zu den anderen. Ja. Völlig aufgeregt. Happel kommt aus der anderen Richtung und Happel hat schon wieder neues Zeug dabei. Jetzt hat er eine Leuchtpistole vorne im Gürtel stecken und zwei Schachteln mit Leuchtkugelmunition in den Händen. Der Schachteln misst schneller ran, als ich ihn verkaufen kann. So, Svato und einer, wir kommen völlig aufgeregt. Ich sehe auch gar nichts. Weiterhin nicht realisiert, dass Schmerlinger immer noch dabei ist. Das habe ich seit dem Flugfeld einfach vergessen. Wir akzeptieren das jetzt einfach. Ich laufe sofort zu Sophia, mach wirklich Bremse vor ihr und sag: Sophia, ich brauche deine Hilfe. Wir haben dich noch nie um irgendwelche Hilfe gefragt, aber wir brauchen deine Hilfe. Sophia, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Was denn passiert? Herr Gennaro, wenn es juckt, habe ich da vielleicht was. Meint Lukas. Ich brez ihm in dem Moment voll eine mit der flachen Hand. Also das war der Punkt. Er dreht sich 180 Grad, bleibt mit dem Rücken zu dir stehen. Oh. Da. Und geht. Zügig. Ich drehe mich zu Sophia.
Ja. Die haben Ursel ins Minenfeld gestellt. Wie bitte? Die arme Ursel. Was? Ist das eigentlich der. Eine Jude oder eine? Ah ja, der. Ursel. Ist doch egal. Arme Ursel. Wer hat es gemacht? Svato, kannst du es bitte erklären? Ich bring's nicht übers Herz. Es ist kompliziert. Ah, da sind diese Pioniere. Die haben uns aufgelauert. Ihr hattet die Geschichte gehört. Ich habe ihnen Gewürz ins Gesicht gepustet. Gennaro hat sie fürchterlich verprügelt. Naja, die wollen sich halt an uns rächen. Und die wussten, dass Gennaro und ich Kumpels sind. Und dann haben die sich Ursel geschnappt und haben den ins Minenfeld gestellt und jetzt wetten darauf abgeschlossen, ob er explodieren wird oder nicht. Was? Oh, kann man nicht herzlos sein? Das geht doch nicht. Aber wir haben Pläne. Schmerlinger steht auf. Das kann doch keiner einem Tier antun. Nein, das kann wirklich niemand einem Tier antun. Wir werden dafür sorgen, es dass das niemand. Es ist schlimm genug, dass man junge Menschen wie euch in die Gräben treibt. Aber ein Tier ist doch hilflos ausgeliefert dem Willen der Menschen. Wir haben dem Russenmütze aufgesetzt und ihn Verräter genannt. Ich, das geht ja was? Das ist Tierquälerei und wie jeder weiß, bin ich schwer gegen Tierquälerei. Schmerlinger? Ich kann mich erinnern, wenn wir eine Taube explodieren lassen. Wenn der... Das steht aber in meinem Charakterbuch. Wenn der obere Bauke von den Pionieren gerade sowieso nicht hier ist, sind sie doch mit Abstand der Ranghöchste im Lager, oder? Ich bin mit Abstand der Rangniedrigste im Lager. Es du siehst das nur von unten. Was ist der? Korporal! Das ist nicht gut? Nicht, das reicht nicht. Ich kenne die Ränge nicht. Also auch als Koch, was ich nicht. Er hat so Befehlsgewalt über bis zu 10 Leute. Du solltest sie wirklich mal lernen, Gennaro. Er kommandiert Leute wie uns. Aber das ist nicht gut, das ist nicht hoch. Das ist wenig. Ist er denn rechtskräftig verurteilt worden? Ich verliere in diesem Moment jeglichen Restrespekt vor Schmerling. Hat er denn einen Beirat? Aber Gennaro, angeblich gab es Zeugen. Was wollt ihr jetzt machen? Einen anderen Esel. Wir können das nicht juristisch bekämpfen. Die Frage ist nicht, ob sein Urteil gerecht ist. Stopp! Kameraden! Einmal alle Mann die Köpfe zusammenstecken. Und Sie natürlich, Schwester Sophia. Natürlich. Ich komme gerade vom Meldelager und dort war die Karte mit den Minen verzeichnet. Leider kam just in diesem Moment jemand rein, schrieb einfach veraltet drüber und sagte, die Pioniere haben neue Minen gelegt und noch keine Karte angefertigt. Wieso, Leute, stell dir vor, der hätte das nicht draufgeschrieben, dann hätten wir nicht gewusst, dass die veraltet ist. So, das wäre ja ein Schmarrn gewesen. Wir brauchen eine neue Minenkarte. Wieso denn? Der Esel ist doch tot. Es gibt noch nicht mal eine neue Minenkarte. Der Esel ist nicht tot. Der Esel wird gerettet. Lieber sterben hier alle anderen, abgesehen von dem Esel. Nein. Hoppel. Hoppel. Ich liebe Tiere. Hoppel. Ja. Kommen Sie mal runter. Ja? Nein, Schmerlinger, das ist unser Esel. Ja schon, aber der Mann steht ja neben sich. Ist völlig zu Recht. Solange der Mann nicht neben dem Esel steht, ist das auch gerechtfertigt. Sag mal, was habt ihr denn mit diesem Esel? Ich meine, das ist ein gutes Tier und alles. Schmerlinger, setz dich mal. Also. Wisst ihr was? Ihr regelt das. Lasst mich da raus. Ja, das klingt gut. Ich pass auf unser Gepäck auf. Der Punkt ist so. Hat der ein Bier? Das ist der Ursel. Der Ursel im Minenfeld. Minenfeld ist schlecht. So, geklärt. Was wir also brauchen, ist eine Karte vom Minenfeld. Ja. Dann muss jemand rein und ihn rausholen. Ja. Wer kann Minenfelder navigieren? Ich kann's nicht. Tars kann die Lukas, Russen. Kommt dazu. Der Happel kann das. Der ist Melder. Der ist mutig wie kein anderer. Und der weiß, wie man sicher tritt. Und vor allen Dingen kann der Veränderungen im Boden erkennen. Ja. Ich habe das gelesen in der Zeitung. Da war ein Artikel über so einen Wunderwutzi von den Meldern. Das ist vollkommen wahr. Du hast alles gesagt, was wir wissen müssen. Oh. Ja, jetzt kannst du einfach aufhören. Fein, ja, dass ich unterstellt habe, dass sie einer... Du bist wahrscheinlich schon mal in Lukas, wie viel? Ja. Lukas, wie viel hast du darüber gelesen? Über was? Über Krankheiten oder über Melder? Über Minenfelder. Na, nur diesen Text von diesem tollen Melder, dass der ist eine Tapferkeitsmedaille bekommen, weil er mal wieder durch seine Minenfeld gerannt ist und das 9 von 10 Mal geschafft hat. Willst du auch eine Tapferkeitsmedaille? Nee, ich will es ja 10 von 10 Mal schaffen. Aber ich habe schon eine. Habe ich das richtig verstanden, dass Ursel nicht auf andere Leute hört als dich? Ich habe es versucht. Das ist korrekt. Aber Ursel kennt Happel. Ja. Die waren schon zusammen unterwegs, das sollte kein Problem sein. Wie soll Happel nach unten gucken und gleichzeitig den Esel steuern? Ich fürchte, Happel muss dich steuern, du steuerst den Esel und der Esel steuert alle anderen Esel, wenn da noch welche wären. Aber da sind keine. Also reicht dir eine Polonaise mit einem Esel mittendrin. Was sie meinen, ist eine Polonaise. Polonaise. Und du machst Pasta draus. Ja, Polonaise. Pollon-Esel.
Das will ich sehen. Ich hole mir jetzt ein Bier. Okay. Es steht auf, wir brauchen irgendwo bekommt ein Korporal immer ein Bier. Die Frage ist, kriegen wir eine aktualisierte Karte ran oder dann nicht? Dann ist ja noch der Punkt, wir müssen unsere Ausrüstung noch abholen. Ich habe nur eine Tasche Munition. Wer hat denn die Minen gelegt? Die Pioniere haben es gelegt. Dann fragen wir die Pioniere. Wir fragen die Pioniere nicht. Das ist doch eine Idee. Lass Lukas vorgehen und die Pioniere fragen. Schlegelmeiers Leute? Langsam habe ich das Gefühl, ihr mögt mich alle nicht. Du bist ein bisschen dumm, das ist das Problem. Ihr treibt nur so Schabernack mit mir. Das Problem ist, wenn ich nicht wüsste, dass Gennaro mich mit seinem Leben verteidigen würde, hätte ich manchmal ein bisschen Angst. Breuer, es gibt hier keine Ausrüstung mehr. Warum sitzen die Pioniere auf kistenweise Munition und essen Wurst? Es ist korrekt, die Pioniere haben sich die gesamte Ausrüstung geschnappt. Ja, das kann man ändern. Das sehe ich genauso. Ich wollte dir nur sagen, es gibt nicht mehr eine normale Stelle, wo du hingehst und deine Ausrüstung bekommst. Unsere Scheine sind nichts wert. Was ist unsere Scheine sind nichts wert. Das klingt wir wie Bärung. Wir könnten den Generator abschalten, nachts, und dann blenden wir sie mit Leuchtkugeln. Nein. Ui. Wir retten den Esel und dann beschießen wir Gloria mit Mörsern. Ich gehe. Ja. Lukas geht. Ja, ja. Ich hätte aber gern den Schmerlinge. Wofür? Um seinen alten Kameraden abzulenken, damit ich zumindest die alte Karte klauen kann. Was wollen wir denn mit der alten Karte? Haben wir schon mal eine Grund... Sophia. Ausrüstung. Pass auf. Die Pioniere immer noch haben keine neue gemacht. Die alte ist mehr als nichts. Moment, die Pioniere müssen eine gemacht haben. Sie müssen sie machen, während sie die Sachen in den Boden stecken. Es hieß, sie haben sich nicht drum gekümmert. Ja, vermutlich haben sie sie noch nicht weitergegeben. Aber die können doch nicht Minen in den Boden legen, danach gucken, ob sie alle wiederfinden, um sie dann auf eine Karte zu malen. Das müssen sie machen, während sie reinstecken. Ja. Und ich entschuldige mich schon ein wenig im Voraus. Wäre es für dich denn in Ordnung, wenn du einen der Pioniere in deiner Position als himmlische Krankenschwester auf dem Feld... Göttlich wollte ich nicht sagen, das kam mir zu drüber vor und wir sind ja alle katholisch. Oder ich zumindest. Wenn du einen der Pioniere, genauer gesagt, den Gefreiten Weichselbraun, ich würde dir den zeigen, oder Swarto und ich könnten dir den zeigen, darum bittest, zu einem Gespräch unter vier Augen, unter welchem Vorwand auch immer, sich ein bisschen abseits mit dir zu unterhalten und wir den Weichselbraun mal fragen, wer uns genau mit einer Minenkarte weiterhelfen könnte. Also ihr möchtet, dass ich den Weichselbraun von der Gruppe trenne, damit ihr mit ihm reden könnt? Ja. Ja, klar, kann ich versuchen. Ja, ja. Wir wollen uns nur unterhalten. Wo ist der denn? Wir können ja direkt mal hingehen, dann zeige ich aus sicherer Entfernung mit dem Finger drauf. Ja. Also wir stehen ja da an dieser... Ja, wir gehen da mit, ne? Ich muss ganz kurz ihr noch ein bisschen Lungen was da herum. Zeug geben, weil du hattest noch Platz, ne? Nee, ich habe keinen Platz mehr. Ja, wieso? Der Schmerlinger bleibt doch da. Wir müssen... Ach scheiße, der Schmerlinger hat sich verpisst ein Bier trinken. Ja. Lukas! Lukas ist gegangen. Als er angefangen hat, darüber zu reden, dass man das Lager mit Mördern beschießt, hat Lukas sich verpisst. Ah. Dein Esel hat noch ein bisschen Platz, ne? Jemand muss auf unser Zeug aufpassen. Die Pioniere klauen das doch. Noch in meinen Inventar nehmen. Aber Schmerlinger kommt bereits zurück mit einer Flasche Bier in der Hand. Also ist gut. Schmerlinger. Ja. Pass auf unsere Sachen auf. Ja. Klar. Setz dich auf den Sprengstoff. Ich finde gut, dass wir eine geladene Signalpistole zum Sprengstoff packen. Hat mir der Korporal von den Pionieren gegeben. Ich würde das umhängen. Nee, kenn den von früher. Stopp! Ist der Sohn von einem guten Freund von mir. Was? Eine gute Freundgeschichte vom Schmerlinger könnte uns plötzlich hilfreich werden. Moment! Schmerlinger! Jo. Der Korporal von den Pionieren ist ein guter Freund, Sohn, Mann, Mensch, den du kennst von früher. Ist der Sohn vom Doskochil, ja. Der ist, Gefallen? Hab ich euch erzählt, wie der gefallen ist? Sekunde, bevor du das erzählst. Ja. Kriegst du raus, wo die Pioniere eine aktuelle Karte vom Minenfeld haben? Müsste der das nicht wissen? Könnte der das in Erfahrung bringen? Schmerlinger, wäre das möglich? Ja, wegen dem Esel, ne? Dem Esel, darum geht das. Erwähnen doch bitte den Esel auf keinen Fall, nur die Karte. Eine Karte vom Minenfeld. Ja? Ja. Ja. Trinkt einen Schluck von seinem Bier. Denke, das kann ich. Wenn er dich nach einem Grund fragt, Schmerlinger, dann sag, weil unser Trupp... Ja, weil der Esel da drin ist. Nein, du erwähnst nicht den Esel!
Wieso denn nicht? Du erwähnst nicht den Esel? Wer hat denn jetzt den Esel in dieses Minenfeld getrieben? Schmerlinger, vergiss den Esel. Wir brauchen die Karte. Wir brauchen die Karte, denn eventuell, da die Brücke ja kaputt ist, müssen wir ein Stück durchs Niemandsland, wo die Minen sind. Das heißt, wir brauchen die Karte. Das ist wichtig, denn wir müssen zur Drachentöterkapelle. Kapisch? Ach, das ist ja richtig. Ja, das die ist, Brücke ist ja kaputt. Das ist ärgerlich. Wir kümmern uns trotzdem noch um den Weichselbraun. Oh, natürlich. Nee. Welchen Rang hat der nochmal, der Weichselbraun? Gefreiter. Gar keinen wirklichen. Ja. Gefreiter, Schmerlinger, kriegst du das hin? Ja. Ja, klar. Ja, wir Korporale, wir sind ja das unterste Glied der Stütze, der Struktur, das Kommandieren. Ja, ihr seid quasi der Kitt, der das alle zusammenhält, ne? Die Fugenmosse, ja, der Mörtel. Ja, wir und die Feldwebel. Ja, na dann zeig mal. Dann mal los. Dann besorg mal so eine Karte, das ist wichtig für uns. Ja, das ist wichtig und ich bin nicht unnütz. Genau. Ja, die das sagen, die kennen Nepomuk, Michael Schmerlinger nicht! Ja, halt mein Bier! Sag ich auch und immer. Und geht los. Ich reiche das Bier. Ich reiche das Bier sofort an Appel weiter. Und so. Verschwindet. Jetzt ist bloß die Frage, vergessen wir den Weichselbraun oder sorgen wir auf umständlichste und komplizierteste Art und Weise dafür, dass ich eine Pfanne kriege? Wir werden schon mal eine kriegen, glaube ich. Also wir können doch in der Küche mal nachgucken gehen, oder? Aber was ist, wenn die... Die Küche, die ist ja voller Pioniere. Die war voll von Pionieren. Wo der ja auch ist. Ich kann doch da reinspazieren. Das stimmt, das kannst du. Das dann stimmt. Nimmst du eine Pfanne und gehst wieder? Ja, klar. Wer hätte das könnte sogar niemand wird sie aufhalten. Kannst du mir eine Pfanne besorgen? Natürlich kann ich das. Was wäre der beste Tag meines Lebens? Du kannst jetzt aber nicht sagen, was für eine, sonst bist du stundenlang beschäftigt. Schwester Sophia bemerkt übrigens an Gennaro vorbei, wie einer der Köche aus Gloria, dieser Hilfskoch, der beim letzten Mal angerannt kam mit diesem dringenden Küchennotfall, da ganz komisch an der nächsten Ecke des Ganges steht und euch beobachtet. Ach, guck mal, da. Ich gehe da jetzt mal hin. Der hieß Ferdinand Weber. Ferdinand! Der war noch schwer begeistert von dir. Ja. Okay, ich lass Sophia da einfach hingehen. Ich mach nur so einen Gruß und lass Sophia aber einfach mal hingehen. Also ich gehe zu Ferdinand und begrüße den ganz glücklich, weil ich glaube, durch den kriege ich eine Pfanne. Ja, grüß Gott, Schwester Sophia. Ferdinand, wie geht es dir denn? Mir geht's gut, sehr gut. Der Herr Gennaro, was macht der denn hier? Wir lösen hier alles auf. Warum seid ihr hier? Ach, wir sind nur auf der Durchreise. Wir müssen eigentlich noch weiterziehen. Oh, heute noch? Wahrscheinlich schon. Ach, was für ein Unglück. Das ist richtig blöd. Wieso? Er und der Lukas, die haben mir beim letzten Mal so aus der Patsche geholfen. Was ist denn passiert? Ja, ich hatte doch diesen dringenden Küchennotfall mit dem toten Schwein. Ja. Ich erinnere mich an das leckere Essen. Ja, und er und der Lukas, die sind ja wie ein Wirbelwind in die Küche. Und die haben mir den ganzen Hintern gerettet. Oh, was habe ich Hintern gesagt? Das ist okay. Gott vergibt das, ja? Gott hat den erschaffen. Das ist wahr. Ich habe nämlich wieder einen Küchennotfall. Nein, schlimm? Die Pioniere haben meine Küche besetzt und bedienen sich, wie es ihnen passt. Und die Gulaschkanone ist abgezogen. Das Einzige, was ich noch zum Kochen habe, ist ein einzelner Topf, ein alter Helm und meine treue Bratpfanne. Und ausgerechnet jetzt wollen die Offiziere auch noch eine vernünftige Mahlzeit. Wie soll ich das denn machen? Ich kann nicht zu den Offizieren gehen und denen sagen, dass die Pioniere in meiner Küche sitzen. Die verdreschen mich. Die Pioniere, nicht die Offiziere. Nachdem ich sie verpfiffen habe. Die machen mich fertig. Dann bin ich Brei. Und was nutzt mir das? Und wenn ich nicht zu den Offizieren sage, dass meine Küche besetzt ist, kann ich nicht kochen. Was soll ich denn in einer Pfanne und einem Topf anständiges zu essen bereiten? Für 5 Offiziere? Tut mir leid. Ich lade schon wieder meine ganzen Sorgen bei Ihnen ab. Was wolltest du denn kochen? Die Menge der Quests ist größer gleich 2. Ich weiß ja gar nicht. Mehlsuppe mit Graupen? Oh nein, das geht doch gar nicht.
Pass auf, ich spreche mal mit Gennaro, aber ich brauche deine Pfanne. Um mit ihm zu sprechen? Ja. Ah, die habe ich versteckt. Und die Pioniere sind nicht stehlen. Wenn, bei mir ist die auf jeden Fall besser auf. Kann sie holen? Ja, mach mal bitte. Wenn der Gennaro mir hilft? Ich kann dir das nicht versprechen, aber ich werde es versuchen. Was wollen Sie denn kochen? Ich kann Ihnen was braten, wenn Sie wollen. Spiegelei oder so, wenn Sie eins haben. Ach, so, wir können doch mal gucken. Meinen Sie, er wird mir helfen? Das kann ich Ihnen nicht versprechen, aber es... Alea und der Lukas, die haben letztes Mal so gute Arbeit gemacht. Dafür haben die beide eine Medaille gekriegt. Ist der Lukas auch hier? Ja, mit seiner Medaille. Ich hab keine Medaille. Der hat eine Medaille gekriegt fürs Kochen? Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Nicht fürs Kochen, er hat uns allen das Leben. Dann hole ich meine Pfanne. Und Sie, Schwester, Sie legen beim Herrn Gorlami ein gutes Wort für mich ein, ja? Natürlich. Ich wäre Ihnen so dankbar. Das mache ich. Aber ich kann dir nichts versprechen. Klar. Gott lenkt unser Schicksal. Immer. Aber was haben wir davon, wenn wir ihm helfen? Wir müssen ihm nicht helfen. Wir haben nur die Pfanne. Nee, das geht jetzt gar nicht. Die Pfanne hat nicht Prio. Prio hat der Esel. Und dass wir eigentlich aus Gloria rauskommen, bevor diese ganzen Pionieraffen. Wenn wir einmal Gulasch abgeben, vielleicht? Für fünf Leute. Das ist ein kompletter Kessel. Das ist ein kompletter Kessel. Ja. Ja, aber dann kommt ja wesentlich weniger an der St. Georgenkapelle an. Ja, aber wenn ich das Problem ist, dann muss ich es hier strecken. Ich kann es nicht unterwegs während einer Rast strecken. Dann brauchst du eine anständige Küche. Genau. Wenn du streckst, klar hast du mehr. Also gleich viel. Du streckst es nicht und Hansmann ist gar nicht da und die an der Front wissen nicht, wie viel geschickt wurde. Das ist wahr. Oh. Hm? Es gibt einen Lieferschein. Deswegen bist du der Schlaue in unserer Fahrt. Wir haben mehr Papierkram für sowas. Die genaue Menge ist tatsächlich auf einem Stück Papier erfasst mit Stempel. Wir könnten das in die Tasche vom Algerier machen. Die hat mittlerweile eine geladene Signalpistole und Sprengstoff bei. Der Zettel wäre weg. Der Esel auch, aber der Zettel wäre weg. Du willst einen Esel sprengen, um einen Zettel loszuwerden? Wir töten überhaupt gar keine Tiere. Das ist halt okay, pass auf. Idee folgendes. Ja. Und zwar. Vielleicht weißt du ja, wie er sich selbst helfen kann. Ich habe eine Idee. Wir jetzt mehrere Probleme auf einmal schlagen können. Also was wir dafür brauchen, ist ein Koch. Und etwas Drogen. Irgendwas, was abführt. Die Pioniere haben keinen Koch. Sie haben nur eine Küche. Wir haben keine Küche. Wir haben einen Koch. Ja. Und wir müssen ihren Vorrat da rauben. Ja. Wir brauchen Munition von ihnen. Ja. Und was weiß ich noch, also worauf die da sitzen, zu fünft, mit Gewehren, wenn sie Wurst fressen. Wo haben sie so viel Wurst her? Schmerlinger kommt heran. Hier ist die Karte. Ja. Ich würde sagen. Die Karte hoch. Okay. Ich trete an Schmerlinger heran, sagt, Schmerlinger? Ja. Wow. Sie stecken voller Überraschung. Das ist passiert, ha? Hier ist ihr Bier. Das Bier? Just happened. Zwei Schluck, ne? Er hat den Bier. Einen kräftigen Schluck. Freunde, das müssen wir uns merken. Für Bier macht er alles. Hier, Schwartor, hier ist die Karte zu deinem Herzensesel. Dankeschön. Sind die Pioniere, das heißt, deine Kochehre ist egal. Pioniere Arschlöcher. Bitte? Deine Kochehre ist egal, wenn es um Pioniere geht. Nein, denn ich finde deine Idee hervorragend. Die Frage ist, Sophia. Ich weiß nicht, ob... Haben wir was richtig heftig Abführendes? Oder? So hab ich noch nie buckeln müssen. Der Sohn eines meiner besten Freunde mich so respektlos behandelt. Nee, alles ein Pock ist das. Sophia, ich hab eine Frage. Mordbrenner. Ja. Wie findet man nochmal? Sophia, wie funktioniert... Drama, ne? Sophia, wie funktioniert Morphium? Nee, also ich glaube, wenn ich so ein bisschen dramatisch in meiner Tasche rumwühle, finde ich dort eine richtig große Menge Abführmittel. Wir könnten auch ein Auge werfen. Ja. Da ist ja dieses Lazarett. Ja. Das ist ja aufgelöst worden. Du weißt aber aus Erfahrung, dass wenn so ein Lazarett aufgelöst wird, dann nehmen die wichtigsten und die besten Sachen mit und lassen eine Menge merkwürdiges Zeug zurück. Wenn du also deinen Dramapunkt sozusagen profitabel umsetzen möchtest, dann sollte sich Sophia am besten dort mal umschauen und wird dort sicherlich fündig werden, irgendetwas gewaltig Abführendes zu finden. Ich gebe so auf. Also das mit dem Abführmittel finde ich in Ordnung, aber also das schadet denen nicht lange, ja? Ich schlage eine... Was habt ihr vor? Nichts.
Ich schlage eine Gruppenteilung vor. Nee, sprecht es mal aus. Schmerlinger, folgendes. Schmerlinger, passt du hier auf unser Zeug auf? Wen wollt ihr eine braune Hose verpassen? Eine Sekunde. Schmerlinger, passt du hier auf unser Zeug auf? Ich rede so, dass er es auch hört. Wenn, dann will ich eine extra Portion. Damit gebe ich einem von den Pionieren. Was haben wir? Ist egal, ich bin jetzt hier. Aber, pass auf, folgendes. Ich bin für eine... Bin nicht gut auf die zu sprechen. Rabiate Gruppenteilung. Mhm. Was mir jetzt am liebsten wäre, nur als Vorschlag für die Gruppe. Happel, Svato, kümmern sich um unseren Ursel. Ja. Sophia, Breuer, ihr beide findet so viel das heftigste Abführmittel, was ihr nur finden könnt. Kaugummis, das ganz viele Kaugummis. Das Schlimmste, was es gibt. Und ich bewache die Vorräte und die Esel und der Kaplan, den schicken wir los, alles zusammen zu klauen, Lukas, was wir an Ausrüstung brauchen. Da ich eine technische Frage... Entweder ich brauche Lukas in der Küche oder den Weber, weil ich will... Wer ist denn der Weber? Dass mir jemand hilft. Der riesige Koch. Der Koch. Dann nimm den von hier. Okay. Irgendwer muss doch auch das Zeug schaffen, das wir brauchen. Ich finde es sehr gut, dass Lukas klaut. Ja, ich finde es auch gut, dass Lukas klaut. Lukas, ist deine Gelegenheit für eine Medaille. Lukas? Er borgt für den guten Zweck. Ja, wäre nicht das erste Mal. Ist auch nicht schlimm, wenn er es nicht schafft. Der Richter hat ihm gesagt, gehst dich zur Armee einschreiben oder gehst ein halbes Jahr in den Knast. Liest ihr das nicht? Nee. Er hat geklaut. Ich habe keine Hilfe, nicht mehr hier. Um seine kranke Mutter zu versorgen oder sowas. Doch. Irgend sowas Herzrührendes. Dann ist es nicht geklaut. Geklaut ist geklaut, das ist ja bei wem dann weg. Ja, Otto, lass uns mal im Lazarett gucken gehen. Oh, okay. Dann ist das ein Plan? Ich mach seinen Plan. Er kocht. Wir vergelten den Pionieren ihre Respektlosigkeit gegenüber Corporal Nepomuk Schmerlinger mit einer ordentlichen Ladung brauner Hosen. So und du holst deinen Esel da aus der Misere. Wollt ihr das mitnehmen? Operation freier Ursel, braune Hose, geht los. Ja, nur deswegen machen wir das und ja, sehr gerne, wenn du... Du stößt dann zu mir in die Küche? Ich komme dann nach, ja, ganz unauffällig. Wir sind da. Ihm befiehlt. Hussa! Ich sehe zu, dass wir diese Sachen Hussa! Hussa! Also, nur, dass ihr es mitkriegt, Sophia hat uns Taz mitgegeben. Yes. Ja, ah, sehr gut. Sehr gut. Das ist ein hervorragender Plan, eine gute Aufgabenteilung, die auf die Stärken von allen euren Charakteren sehr gut spielt. Freut mich, finde ich super. Aber was dabei rauskommt, das sehen wir erst beim nächsten Mal. What? Okay. Ja.